Die Politische Akademie der Volkspartei. Wir sind ein Raum für Entwicklung. Bei uns geht es um die Zukunft und ihre Wurzeln, um die Entwicklung von Menschen, politischen Themen und die Demokratie in ihrer Gesamtheit. Als Politische Akademie sind wir auch das Wertezentrum der Volkspartei. Aus der Überzeugung heraus, dass nur wer seine Wurzeln kennt, auch wachsen kann, versuchen wir immer wieder Diskussionen darüber anzustoßen, wie wichtig unsere Werte auch heute sind und vor allem, wie wir sie leben können. Als Raum für Werte pflegen wir die Wurzeln der neuen Volkspartei. Abseits der Hektik der Tagespolitik werden politische Themen hier ganz grundsätzlich betrachtet, diskutiert, analysiert und reflektiert. Zum Beispiel im Jahrbuch für Politik und indem wir an Menschen erinnern, die unsere Partei und unser Land geprägt haben. Als Raum für Neues ist die Politische Akademie Türöffnerin für neue Menschen und neue Ideen. Bei Diskussionen, Exkursionen, Buchpräsentationen, bei den Österreich-Gesprächen und vielem mehr. Als Raum für Bildung laden wir dazu ein, Politik zu lernen. Bei unseren Bildungsangeboten lernen politische Profis genauso wie neue Interessierte Inhalte und Grundlagen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das gibt es sowohl im klassischen Seminar als auch auf unserer digitalen Lernplattform Bildungsraum Online. Als Politische Akademie sind wir Raum für Entwicklung. Wir laden zum Mitdenken und Mitmachen ein und geben dem Neuen eine Chance. Dazu stehen unsere Pforten bei Veranstaltungen weit offen. In den Bundesländern genauso wie in unserem Springerschlüssel am Campus mit seinem besonderen Flair. Wann und wo es die nächste Möglichkeit gibt, uns kennenzulernen, steht auf www.politische-akademie.at. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zum heutigen Abend, der unter dem Thema Culture meets Tech steht. Wir wollen Ihnen heute gelebte Digitalisierung in Österreich zeigen und das nicht nur ganz allgemein, sondern mit einem Fokus auf einen für Österreich sehr zentralen Bereich. Wir können voll stolz sagen, dass wir eine international sehr bekannte und bedeutende Kunst- und Kulturnation sind, waren und hoffentlich auch bleiben werden. Und das bedeutet, dass Österreich auch mit der Zeit geht, dass auch Digitalisierung im Kunstbereich nicht verschlafen wurde. Aber gerade für den Kunst- und Kulturbereich ist es sehr wichtig, dass, wenn Projekte umgesetzt werden sollen, Förderungen bestehen. Und da spielt die öffentliche Hand eine sehr wichtige Rolle. Die Politische Akademie hat gemeinsam mit der Julius-Raab-Stiftung und dem Brutkasten deshalb eine halbjährlich stattfindende Formatserie kreiert, die immer zum Thema Innovation im Bereich der Digitalisierung diskutiert. Und bei diesen Events werden immer Startups auf die Bühne geholt, vor die Bühne. Sie reden wirklich mit den Leuten. Und bei jedem dieser Events wird in Startup-Manier gehandelt. Das heißt, die Sprache der Szene ist Englisch. Wir sind beim You, beim Du. Deswegen darf ich auch heute mit allen Personen, die bei mir auf der Bühne sein werden, per Du sein. Und jetzt darf ich Elisabeth Meyerhofer und Christoph Robinson auf die Bühne bitten. Elisabeth, du bist Direktorin der Politischen Akademie und Christoph Robinson ist Geschäftsführer der Julius-Raab-Stiftung. Ein ganz herzliches Willkommen in der ehrwürdigen Alois Mock Aula auf der Politischen Akademie und natürlich auch an Sie, sehr geehrte Damen und Herren, die heute Abend an den Bildschirmen an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wenn man an Kunst und Kultur denkt, denkt man im nächsten Schritt vielleicht nicht gleich an Digitalisierung. Und wer über Digitalisierung spricht, über den digitalen Wandel, hat vielleicht dann im nächsten Gedanken nicht gleich Kunst und Kultur vor Augen. Das ist etwas, das die Politische Akademie mit diesem Eventformat gemeinsam hat. Denn wer an die Politische Akademie denkt, denkt in erster Linie hoffentlich an exzellente Bildung, Aus- und Weiterbildung für politisch engagierte und interessierte Menschen. Und wer an Start-up-Events denkt, denkt vielleicht im ersten Schritt nicht an einen ehrwürdigen Raum
mit einer alten Holzvertäfelung in einem Riesenpark, wo wir heute Abend sein dürfen. Aber, wie heißt so schön, wo Reibung ist, entsteht Energie. Und dieser Energie wollen wir heute nachspüren. Kunst und Kultur sind für Österreich ganz, ganz wichtig. Sie sind Wirtschaftsfaktor, sie sind identitätsstiftend. Es hat ganz, ganz viel mit uns, auch mit unserem Lebensgefühl zu tun. Der digitale Wandel beeinflusst alles, brauche ich gar nicht weiter drüber reden, und hat uns in Corona auch ein gewisses Lebensgefühl vermittelt. Wir finden es daher als Raum für Entwicklung ganz, ganz wichtig, dass wir diese Schnittmenge zwischen diesen beiden so wichtigen Feldern auch spürbar machen und konkret werden machen. Das ist der Raum für Entwicklung, den wir heute Abend hier schaffen wollen. Und da haben ganz, ganz viele mitgeholfen. Die Julius-Rapp-Stiftung, der Brutkasten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Teams, aber auch viele Experten und Expertinnen, die heute hier auf der Bühne sind, die Jurymitglieder und nicht zuletzt die Startups, die dieses konkret werden lassen, was wir dann vielleicht vorher ein bisschen in der Theorie hören. Insofern ein herzliches Danke, dass ihr heute Abend alle da seid, uns eure Zeit schenkt. Das ist ja bekanntlich das Einzige, was man nie im Leben wieder zurückzahlen kann. Und ich bin sehr gespannt, welcher Raum für Entwicklung sich heute Abend hier für uns auftun wird. Ja, danke Elisabeth. Herzlich willkommen auch im Namen der Julius-Rapp-Stiftung. Wieso machen wir diese Serie? Wir haben sie begonnen Anfang 2020, damals zuerst zum Thema GovTech. Wir hatten dann letztes Jahr eine zweite Ausgabe auch im Herbst zum Thema Chancen für die Inklusion. Und wir möchten damit eigentlich zwei Dinge verbinden. Einerseits diesen positiven Ansatz, den wir auch als Stiftung haben zum Thema Digitalisierung. Das ist ja manchmal so in Österreich, dass das nicht immer nur positiv gesehen wird, aber wir wollen vor allem das Potenzial und die Chancen zeigen, die die Digitalisierung bietet. Und das zweite ganz, ganz wichtige Thema für uns in der Julius-Rapp-Stiftung ist die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln. Und diese beiden Dinge, die man heute auch wieder schön sehen wird beim Pitch der Startups, das ist uns ganz, ganz wichtig, mit dieser Reihe Innovationsamt Österreich Digital Gestalten aufzuzeigen. Und es ist manche mir im Vorfeld gesagt, okay, was ist das jetzt, Culture meets Tech? Beides ist auch was ganz, ganz Essentielles für den Kunst- und Kulturbereich. Sei es jetzt den Zugang zu Kunst und Kultur irgendwie neu zu ermöglichen, sei es Kunst- und Kulturvermittlung neu zu gestalten oder auch neue Zielgruppen und Interessierte zu gewinnen. Und ich glaube, gerade Österreich, was doch international als Kulturland bekannt ist, ist eigentlich der optimale Platz dafür. Und deswegen möchten wir heute auch dieses Thema diskutieren mit den zahlreichen Expertinnen und Experten, ob Österreich auch dieses Potenzial zum Culture Tech Hub international hat. Danke auch an die Politische Akademie, dass wir das wieder gemeinsam machen, auch an den Podcasten, an die Teams von allen Organisationen. Da steckt immer sehr, sehr viel Arbeit drinnen. Danke auch, dass Sie heute hergekommen sind, natürlich auch online zugeschaltet sind. Und ich wünsche uns einen spannenden und interessanten Abend. Vielen Dank. Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Österreich hat großartige Innovationen, die wir stolz herzeigen können und sollen. Und der Grundstein für Culture Tech ist, wie wir heute sehen werden, mit den Startups schon absolut gelegt. Wir starten den heutigen Abend aber mit drei Impuls-Talks, circa 10 Minuten. Und wir werden diskutieren, wo Österreich momentan im Bereich Culture Tech wirklich konkret steht, welche Erfahrungen es in den unterschiedlichen Bereichen gibt, was durch Corona vielleicht beschleunigt wurde, was sich verändert hat, wo wir in Richtung Digitalisierung hier am Weg sind. Und außerdem werden wir uns auch konkret anschauen, wo die Erfolge in Richtung Culture Tech in Österreich schon gefeiert werden konnten, was hier noch fehlt und was wir ändern könnten. Und dann kommen wir zum zweiten Teil des heutigen Abends, den Startup Pitches. Wir haben schon gesagt, wir wollen Ihnen gelebte Digitalisierung zeigen und das geht einfach nicht besser als mit jungen, innovativen Startups, die genau das machen, was wir heute zum Thema haben, Culture und Tech verbinden. Die 5 Startups werden pitchen, das heißt, sie haben kurz Zeit, 3 Minuten, um uns ihre Ideen zu präsentieren, und es wird gleichzeitig auch eine Jury aus Expertinnen und Experten geben, die dann jeweils folgend auf jeden Pitch kurz konstruktiv Tipps und Feedback geben und am Ende dann auch eine Gewinnerin oder ein Gewinnerteam
küren werden. Und wir werden heute beispielsweise hören, wie man mithilfe einer App nach dem Prinzip des Erlernens der eigenen Muttersprache Klavier spielen lernen kann. Man benötigt keine Noten dazu. Oder wir lernen ein digitales Tool kennen, das Künstler, Galerien, Sammler und Kunstliebhaber zusammenbringt. Und noch ein Hinweis an unsere remote zugeschalteten Teilnehmerinnen. Heute Abend entspricht natürlich alles der 3G-Regel. Alle Abstände werden eingehalten und alle Hygienemaßnahmen sind getroffen worden. Ja, und jetzt wollen wir gleich in medias res gehen. Wir starten mit der ersten Impuls-Talk-Runde und ich darf Bettina Rausch und Martha Schulz zu mir auf die Bühne bitten. Bettina, du bist amtierende Präsidentin der Politischen Akademie und Martha, du bist Vizepräsidentin der WKO und Präsidentin der Julius-Raab-Stiftung. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht, Martha, warum beschäftigt sich die Julius-Raab-Stiftung mit Innovationen auch im Kulturbereich? Warum liegt dir das am Herzen? Ja, die Julius-Raab-Stiftung ist ein Think Tank, aber auch ein Do Tank. Und sie ist aufgebaut auf Fundamenten, auf Werte. Und ein Fundament ist die Verantwortung. Und Verantwortung ist für uns auch der Blick in die Zukunft. Und verantwortungsvoll in die Zukunft zu schauen, braucht es Innovation. Da braucht es die Verantwortung wieder dazu. Die Innovation und natürlich auch die Digitalisierung. Und ja, das war dann auch die Verbindung mit der Politischen Akademie, dass wir einfach sagen, wir müssen mit diesen Werten in die Zukunft schauen und hier sozusagen auch das Dach finden. Und ja, in der Wirtschaftskammer gibt es natürlich auch einen eigenen Bereich mit der Kreativwirtschaft. Ich komme selbst aus dem Tourismus und ich meine, was würden wir ohne Kultur, Innovation, Kreativität? Ich meine, ich glaube, das haben jetzt alle während dieser letzten Monate gesehen, was uns alles fehlt. Also einerseits die Kultur, aber auch natürlich der Tourismus, das freie Reisen, und mit Digitalisierung hat viel funktioniert. Und die Verantwortung im Unternehmertum, und dass es auch diese Innovationen ins Unternehmertum kommen, dafür ist auch die Julius-Raab-Stiftung verantwortlich. Schön. Ich glaube, man sieht dir persönlich auch die Freude an, dass jetzt alles wieder losgeht. Bettina, warum widmet sich die Politische Akademie dem Thema Digitalisierung? Du bist da ja ausgewiesene Expertin im Feld. Naja, wir haben als Team und als Institution schon insofern Expertise aufgebaut, als wir uns jetzt schon doch einige Monate und man kann mit der Corona-Zeit jetzt auch schon sagen Jahre mit diesem Thema Gott sei Dank befassen. Elisabeth hat eingangs gesagt, wir sind hier auch Raum für Bildung. Das bedeutet für uns aber so auch, dem Motto getreu zu werden, dass wir Menschen unterstützen wollen, die Welt zu verstehen. Und Digitalisierung ist ein Thema, das an keinem und an keiner heute spurlos vorübergeht. Egal, ob man jetzt Bürgerin und Bürger ist und als solche privat, aber auch politische Entscheidungen trifft oder ob man politischer Akteur und Akteurin ist und da immer wieder auch mitunter Gesetzesvorlagen hat, wo es um diese Themen geht. Insofern wollen wir dazu beitragen, dass es zu diesem Thema, das endlos, nicht nur abends, sondern jahresfüllend sein kann, immer wieder auch Impulse gibt und dass wir da beitragen, dass die Welt besser verstanden werden kann. Und zum anderen, das hat man, denke ich, im Video eingangs gesehen, sind wir auch Wertezentrum, Raum für Werte. Und insofern ist unser Anspruch jetzt nicht unbedingt immer nur die technischen und wirtschaftlichen Aspekte von Digitalisierung auszuleuchten, sondern auch sehr gezielt darauf zu schauen, was macht Digitalisierung mit uns als Menschen und als Gesellschaft. Auch da grundlegend darüber zu diskutieren. All das versuchen wir zu vereinen und versuchen uns mit diesem Thema auch entsprechend zu beschäftigen. Wer ein bisschen tiefer tauchen möchte noch, wir haben eine Diskussion gehabt mit dem deutschen Philosophen Julian Niederrümelin, der das Buch geschrieben hat, Digitaler Humanismus. Der war uns vor einigen Monaten zugeschaltet, gibt es bei uns alles auf der Website zum Nachschauen. Und das zeigt, denke ich, auch, dass wir Aspekte von Digitalisierung in den letzten Monaten sehr intensiv hier gelebt haben. Als der erste Lockdown kam letztes Jahr, da war für uns sofort klar, wir wollen hier nicht zusperren, sondern haben uns auch wieder ein Motto gegeben, Innovation in der Isolation, und hat uns getrieben, wirklich sehr, sehr viel von unserem Programm in einen digitalen Campus zu verlagern. Wir freuen uns umso mehr, dass es jetzt in dieser hybriden Form wieder losgeht, wissen aber auch, dass wir die Errungenschaften der letzten Monate nicht missen möchten und sind somit auch gespannt, was andere Branchen mit diesem Thema angefangen haben. Das heißt aber, ihr beide seht es positiv, die Julius-Raab-Stiftung und die Politische Akademie sind beide gepusht worden eigentlich und ihr habt aus der Not eine Tugend gemacht und habt da viele Learnings mitgenommen. Super, ja.
Vielleicht, Martha, was ist dein persönlicher Zugang zum Thema Kultur und Kulturtechnologie? Positiv oder ein bisschen distanziert oder wie siehst du das? Naja, viele, ich habe auch Kollegen hier, die wissen, der Tourismus in Österreich und die Kultur, ja, das ist unsere Klaviatur des Lebens. Also, und nicht nur im Tourismus. Selbst bin ich engagiert auch bei Festspielen in Tirol, wo wir in einer Region, die sicherlich wahrscheinlich wirtschaftlich große Probleme hätte, es war ein Rand oder ist ein Randgebiet, und über ein Kulturprogramm, das sich über das ganze Jahr hinzieht, haben wir unglaubliche Wertschöpfung geschaffen, Arbeitsplätze geschaffen. Das ist das eine. Und wenn wir an Tourismus und Kultur denken oder auch an ein Unternehmertum, es ist auch Standort, ein Standortvorteil, so wie Österreich. Dass man sagt so oft, Österreich ist das Museum von, ja, ist wie ein Museum, aber das Standort beschimmen. Also diese Kultur ist auch für Unternehmen aus dem Ausland für mich ein Standortfaktor. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und im Tourismus leben wir davon. Jetzt die Stadthotellerie, die ja sicherlich eine der meistgetroffensten Bereiche ist. Ja, wenn die Kultur nicht funktioniert, funktioniert auch keine Stadthotellerie. Mhm. Aber auch in der Ferienhotellerie. Wie bringen wir Bilder zu den Menschen? Wir haben sie während der Pandemie geschafft mit virtuellen Brillen. Wir haben sie versucht, sozusagen die Emotionen zu halten an unser schönes Land Österreich, dass wenn wieder alle Grenzen aufgehen, das geht nur mit diesen neuen Technologien. Und wir nützen das natürlich sehr. Und was noch ganz spannend jetzt ist, die neuen Projekte, die wir in der Ferienhotellerie auch haben, ist auch Kultur. Wir haben ja sehr viel Kultur auch in unserem ländlichen Raum zu bieten. Und da gibt es Bereiche, wo man wandern kann, eine sozusagen Kopfhörer aufsetzen und in der Sprache, in der ich, also meine Muttersprache, höre ich dann die Beschreibung von den verschiedensten Bereichen und Plätzen. Also da kann Kultur ganz uns zusammenbringen, ohne dass wir große Sprachbarrieren haben. Und deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig, Technologie und Kultur und Wirtschaft in Österreich, das ist eine Klaviatur für die Zukunft. Und spürst du da jetzt auch schon einen Aufschwung bei den Menschen, einfach weil alle schon wieder so gierig sind, Kultur zu erleben und nicht nur digital? Ja, das geht mir selber gleich. Ja. Also das Schönste war, ich war dann relativ schnell, wie offen war bei einem Konzert, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war zutiefst gerührt, weil es einfach das Spüren wieder, die Musiker, die das alles, also ja, also ich sage immer, also ist einfach, und das gehört zu uns Österreicher dazu und Österreicherinnen, das brauchen wir. Mhm. Und ja, jetzt Bettina, auch an dich die Frage, für wie wichtig stufst du Kunst und Kultur wirklich für unsere Gesellschaft ein? Wenn man jetzt die Covid-Pandemie bedenkt, es hat sehr viel gefehlt und gerade in Wien haben wir viele Plakate gesehen, wo zu lesen war, ohne Kunst und Kultur wird es still, ohne Kunst sind Ohren nur Brillenhalter und Augen nur Lichtsensoren. Also da hat man wirklich mal gemerkt, dass viel von der Substanz weg ist, die unsere Gesellschaft ausmacht. Ich denke offenbar, also niemand hat sich die Corona-Pandemie gewünscht, aber offenbar brauchen wir Menschen immer entscheidende Erfahrungen, damit wir wissen, was uns wirklich was wert ist und was wirklich wichtig ist und zählt im Leben. Und was uns fehlt, da gibt es ja viele Sprichwörter, die sinngemäß ja sagen, erst wenn etwas weg ist, wenn wir es nicht mehr haben, dann wissen wir es zu schätzen. Ich meine, am Anfang war es ja vielleicht nur lustig, im ersten Lockdown, nicht? Da haben den Menschen offenbar Klopapier, Nudeln und Germ gefehlt. Das war irgendwie nur irgendwie spaßig. Dann sind wir mal draufgekommen, mit den persönlichen Beziehungen lässt sich halt auch nicht so gut digital simulieren. Uns gehen die Menschen, die Kontakte, auch das Haptische daran wahrscheinlich auch ein Stück weit abfallen von Menschen, die uns lieb und teuer sind. Aber ich glaube, gleich im nächsten, wenn man so will, gesellschaftlichem Atemzug, war es dann die Kunst und Kultur, die uns gefehlt hat. Und was hat uns da gefehlt? Ich denke, was sind die wesentlichen, oder was sind aus meiner Sicht wesentliche Beiträge von Kunst und Kultur? Rezipiert ja jeder und jeder auch wieder anders. Ich denke, es ist so dieses Thema, dass Kunst und Kultur uns einen Spiegel vorhält, dass es uns einlädt, auch zu reflektieren, aber auch mal zum Innehalten in einer vielleicht hektischen Zeit. Es ist immer auch etwas, was man genießen kann, wie du es gesagt hast, aber gleichzeitig irritiert Kunst und Kultur im wichtigsten und besten Sinn immer auch wieder. Und das sind alles Aspekte, die wir gerade vielleicht auch in dieser Pandemie gebraucht hätten und auch weiterhin brauchen, wenn es darum geht, Gesellschaft nach vorne zu bringen. Ich glaube, das sind Aspekte, vielleicht sind sie mir auch so wichtig, weil es auch ähnliche Funktionen sind, die wir als Akademie
im Hinblick auf politisches Philosophieren abseits der Tagespolitik ermöglichen wollen. Ich glaube, das sind einfach Qualitäten, die eine Gesellschaft braucht, und Kunst und Kultur ist da besonders wichtig. Jetzt haben wir versucht, habe ich vorhin gesagt, ein Stück weit unsere Leistungen in den digitalen Raum zu übersetzen, und ich weiß, nach und nach haben viele Kulturbetriebe und Kulturschaffende das auch versucht. Ich meine, nicht jetzt nur über das breite Medium des öffentlichen Rundfunks zum Beispiel, der dann auch dann neue Formate nach und nach entwickelt, halt das absehbar war, naja, das wird länger dauern, dass wir nicht jetzt irgendwie auf Bühnen spielen können, aber auch viele kleinen, heute werden wir Startups sehen, viele vermeintlich kleine, vielleicht mit großer Wirkung dann kulturschaffende Kulturinstitutionen haben dann auch für sich versucht, diese Situation auch kreativ zu nutzen. Und insofern freuen wir uns natürlich alle wieder, wenn es aufgeht und wenn die Dinge wieder ein Stück weit so werden wie früher. Aber ich bin ein Mensch, der nicht glaubt, dass es zurückgeht. Also das ist auch nie noch nie gewesen in der Menschheitsgeschichte. Wir werden uns nach vorne entwickeln. Und da ist die Frage, was von dem, das wir da gelernt haben, in den letzten bald 2 Jahren, nehmen wir da jetzt mit? Hybride Angebote, auch welche Learnings haben diese Startups gewonnen oder auch die Mitgliederjury, ich bin da auch sehr gespannt darauf, was kann weitergehen und wie können wir da vielleicht sogar noch mehr für Kunst und Kultur auch rausholen durch diese Erfahrung der letzten Monate. Das wäre, denke ich, sehr schön, weil sie sind unverzichtbar, diese Aspekte in unserer Gesellschaft, und ich hoffe, dass sie auch jetzt irgendwie wieder auch den Stellenwert bei uns allen einnehmen, den sie verdient haben. Also es war schwer durchzutauchen, aber wir gehen bereichert in die Zukunft. Das hoffe ich. Liegt auch an jedem und jeder von uns. Da bin ich wieder bei der Verantwortung. Mhm. Ich denke, das ist nicht immer etwas, das man von jemandem verlangen kann. Ja. Wenn es einem so wert und teuer ist, dann muss man, denke ich, auch bereit sein, sich selbst jetzt wieder neu drauf einzulassen. Mhm. Und die letzte Frage an dich, Martha. Kunst und Kultur sind systemrelevanter, als wir glauben. Und wie schätzt du das ein? Wo wird sich die Kunst- und Kulturszene jetzt hin entwickeln? Wirklich konkret, wenn man jetzt an die Digitalisierung denkt, kriegt die einen viel größeren Stellenwert jetzt auch schon in der Planung von neuen Projekten? Na, ich glaube schon, im Tourismus wissen wir, dass die Kunst und Kultur relevant ist. Mhm. Also nicht nur in der Stadthotellerie, sondern auch man hört es eher aus dem ländlichen Raum. Bin eine Tirolerin, die in Seitentälern arbeitet. Und auch da ist es also sehr, sehr wichtig, diese Kultur. Und also in viele Kulturen, da gibt es ja diese Kultur, die wir kennen aus der Tradition heraus, die ja auch wieder mit dem Thema Verantwortung und die Kultur, die uns in die Zukunft tragen wird. Und ich glaube, je technischer und digitalisierter wir werden, umso wichtiger sind uns diese Kulturbereiche oder der Kulturbereich in seiner ganzen Bandbreite. Also man kann ja nicht nur sagen, das ist ja wirklich, also vieles, vieles möglich. Und ja, und ich glaube, da kann sich Österreich etablieren, auch innerhalb Europas. Wir sind bekannt ja als Kulturland. Also und wenn wir uns hier auch sozusagen öffnen mit Technologien in die Zukunft hin, sehe ich in allen Bereichen auch, eben wie ich schon gesagt habe, ist ein Standortvorteil. Und spürst du da jetzt schon eine Zusage von den Kulturschaffenden oder gibt es da noch Ressentiments? Also wir selbst im Unternehmen sind bekannt dafür, dass wir im Bereich jetzt Kultur, Innovation, Kreativität sehr offen sind. Also wir tauschen uns, mein Bruder und mich, wir sind doch mit sehr in allen Bereichen im Tourismus tätig, also von Skiliften angefangen bis hinein zu Hüttenhotels. Und da sind wir offen. Also ob das die Bildkultur ist, also die Bildschaffende bis eben Innovationen und Technologien auch bei den Seilbahnen. Da meint man, das ist reine Technologie. Nein, auch da ist ja Kreativität möglich und das im Kulturbereich. Und ich glaube, das wird ganz wichtig werden, wenn man als Player auch im Unternehmen vorne mit dabei sein will, dann muss man diese ganze Bandbreite nützen und auch der Kultur. Vielen Dank euch beiden. Wir merken uns, wir müssen die Bandbreite nutzen. Vielen Dank. Und ich darf jetzt für den zweiten Impulstalk Maria Großbauer und Clara Blume zu mir auf die Bühne bitten. Sie kriegen frisch desinfizierte Mikrofone. Maria, du bist ÖVP-Kultursprecherin im Parlament, ehemalige Opernball-Organisatorin und selbst auch Unternehmerin mit Casa Maria. Und Clara, du bist
Sängerin und Songwriterin. Du hast den Singer-Songwriter Circus gegründet und bist Head des Art and Tech Labs in Austria. Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, was das ist, was wir uns darunter vorstellen. Sehr gerne. Also bei Open Austria, ich lebe in der San Francisco Bay Area, ich bin dort Kulturdiplomatin. Und Open Austria ist das österreichische Innovationsbüro im Silicon Valley. Und ich leite dort eine neue Organisation. Pardon, ich komme gerade von einer anderen Veranstaltung und habe lauter Notizen, die ich alle noch präsentieren werde, hoffentlich. Und leite dort eine neue Institution des Außenministeriums mit dem Namen Art and Tech Lab. Und die wurde erst vor kurzem gegründet. Wir sind sehr stolz, dass sich hier auch die Kulturdiplomatie weiterentwickelt. Wir konzentrieren uns auf die Schnittstelle von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Also hier geht es wirklich um AI Art. Und schauen, dass wir uns hier positionieren. Also das ist jetzt mal so mein Bread and Butter. Und zusätzlich dazu leite ich auch noch alle europäischen Kulturaktivitäten in Silicon Valley. Und jetzt eine Frage in ein paar Worten vielleicht als Antwort an beide von euch. Was ist euer persönlicher Bezug zu Culture Tech, also wirklich die Verbindung in Österreich, beziehungsweise verfolgt ihr da konkrete Projekte? Liegt euch da irgendwas speziell am Herzen? Das ist eine Detaileinstiegsfrage sozusagen. Ich habe im letzten Jahr einfach wahnsinnig viel davon kennengelernt während der Corona-Pandemie, weil diese Pandemie, und wir haben schon viel, viel sehr Richtiges und alle wichtigen Themen wurden schon angeschnitten, eigentlich von der Bettina und von der Martha dazu. Ich habe einfach einige kennengelernt, einige Projekte, einige Player in diesem Bereich, die ich vorher noch nicht gekannt habe. Und die Pandemie hat gezeigt, dass zwar einerseits der Technikschub in der Kultur, der Digitalisierungsschub überall enorm war, vor allem auch in der Kultur, hat aber auch gezeigt, und das hat die Martha so schön emotionell gesagt, am Ende des Tages hat man aber gemerkt, was macht uns aus am Ende des Tages? Ja? Ich sage am liebsten, Kultur ist wie Küssen, das muss man spüren. Ja? Weil am Ende des Tages sind wir Menschen, es geht immer um Gefühle. Mhm. Und selbst wenn wir vor Kunstwerken stehen, die digital sind, dann will das ja auch wieder Emotionen auslösen. Es geht immer, immer um Emotionen am Ende des Tages. Da konnte ich einiges Neues kennenlernen im letzten Jahr. Mhm. Vielen Dank. Ja, also ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit mit digitaler Kunst und ich kann hier wirklich mit sehr viel Selbstbewusstsein behaupten, Passportfoto so für den Rest Österreichs, dass wir hier Weltmarktführer sind. Also sehr wir schön. Sind tatsächlich schon seit geraumer Zeit ein Culture Tech Hub, dank Institutionen wie der Ars Electronica, die das seit 40 Jahren machen und mehr oder weniger global den Takt vorgeben. Also digitale Kunst ist weit etabliert in Österreich, auch wenn es nicht immer sickert und wir uns auch nicht immer dementsprechend branden, aber hier gibt es genau mit diesem neuen, sehr, sehr spannenden Begriff des Culture Tech eine Möglichkeit, auch zugleich Kunst zu präservieren, die wir natürlich brauchen, konservieren, wie die ganze Klassik, die uns auch als Kulturnation etabliert hat, aber gleichzeitig hier auch Platz zu lassen für eine Evolution, eine Innovation, die es schon seit geraumer Zeit gibt, aber mit der wir uns oftmals zu wenig schmücken. Und jetzt auf deine Frage ganz konkret, was mein persönlicher Zugang ist, natürlich, ich bin selber Künstlerin und Kulturdiplomatin jetzt seit geraumer Zeit, seit ungefähr 4 Jahren. Zusätzlich dazu möchte ich ein Projekt vorstellen, das mir sehr am Herzen liegt, das sehr viel mit Österreich zu tun hat. Insofern, als wir hier die Europäische Union vorantreiben, und das ist ein Projekt, das in Silicon Valley entstanden ist, zusammen mit der Europäischen Kommission. Es trägt den Titel The Grid. Und was wir hier versuchen zu machen, ist, Künstler innerhalb großer Tech-Konzerne zu platzieren, schon sehr früh im R&D-Stage, also in Research and Development, mit Technologen zu paaren, also hier die richtigen Match zu machen und dann in einem weiteren, also wenn es dann dazu tatsächlich kommt, dass die Technologie auf irgendeine Form auch positiv beeinflusst wird durch die Denkerin, den Denker, die Künstlerin, den Künstler, dann kommen unglaublich spannende weitere Projekte heraus und in weiterer Folge haben wir nun auch ein drittes Silo hinzugefügt, das wären nämlich die Policymaker, die noch ein bisschen Aufholbedarf brauchen in Digital Literacy. Also wenn wir diese drei Gruppen zusammenbringen, dann glaube ich, können wir auch als Österreicher unserem
natürlichen Status als Diplomatic Hub der multilateralen Diplomatie alle Ehre machen. Aber das ist schön, zwei Expertinnen sagen jetzt, dass wir eigentlich wirklich schon stolz sein können, dass da schon viel da ist. Was würdest du jetzt aber sagen aus deiner Erfahrung, was braucht es noch, um diesen Culture Tech Hub, der wir schon sind, wie du sagst, wirklich noch stärker zu positionieren, damit es alle mitkommen, damit wir einfach als Österreicher stolz nach außen sagen können, ja, Österreich ist das Culture Tech Hub Land. Erstens müssen wir das noch viel stärker betonen und sagen, und deswegen danke für diese Veranstaltung heute, genau zu diesem Zeitpunkt jetzt. Es ist der genau richtige Zeitpunkt, sich mit diesem Thema noch viel mehr zu beschäftigen. Und weil vorher das Thema war, Kunst und Kultur, ja, im Tourismus, eh klar. Wissen wir schon lange, Gott sei Dank, sind ja auch einige hier, die Kultur und Tourismus ganz stark verbinden, mit Orchestern, wo auch immer. 70% der Touristen, die nach Wien gekommen sind vor der Pandemie, haben gesagt, sie kommen wegen der Kunst und Kultur. Aber was ist auch die gesellschaftliche Komponente, war schon das Thema heute. Und da haben wir gesehen, auch während der Pandemie, einerseits ist Kunst und Kultur Wirtschaftsstandort, Faktor, Arbeitgeber, aber ganz, ganz wichtig für das Menschsein, mhm, ja, in Wirklichkeit. Ich glaube, auch das Thema psychische Gesundheit war dann plötzlich medial sehr präsent während der Pandemie, als nämlich alle gemerkt haben, okay, wir können uns nicht mehr umarmen und wir können auch nicht gemeinsam wohin gehen und etwas erleben, etwas spüren, egal ob das jetzt mich aufwühlt oder glücklich macht, aber das Spüren hat ganz, ganz stark gefehlt. Also es ist eine sogar ein gesundheitlicher Aspekt, nämlich für die psychische Gesundheit, vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Und das bringt mich gleich zum Thema Kunst und Kultur in der Bildung, weil wir hier auch einen Bildungsraum ja auch haben. Kinder und Jugendliche brauchen das ganz besonders. Es ist auch ein Ventil. Ganz simpel gesagt, singen in der Schule, singen in der Volksschule. Das ist etwas, das ganz einfach funktioniert, das viel mit jungen Menschen macht, das sie öffnet, das Zuhören, die Gehirnentwicklung, da gibt es unendlich viele Studien drüber. Es gibt auch eine aktuelle Studie aus Salzburg, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie sich eben gemeinsam aktiv musizieren positiv auswirkt, auch auf die Entwicklung. Das heißt, wir brauchen kulturelle Bildung in der Schule, niederschwellig, da kann auch wieder die Digitalisierung helfen, über die verschiedensten Kanäle, nämlich nicht nur in der Schule, auch in, sozusagen in der Freizeit, wo man ja eh quasi nur mehr fast am Gerät sitzt, auch trotzdem zur Kultur zu kommen, ja, und die dann vielleicht auch wieder offline machen kann. Also dieser Kreislauf, der darf nicht unterbrochen werden. Ich glaube aber, dass wir uns auf das Offline, also das Selbermachen, auch ganz stark konzentrieren müssen, nicht nur auf das Digitale, das eine geht oder das andere nicht. Und da sind wir zum Beispiel auch beim Schlagwort 21st Century Skills. Ja. Was brauchen wir in der Digitalisierung? Wir brauchen auch Menschen, die kreativ denken können, die über den Tellerrand sehen, die dann im Development als Künstler auch mitarbeiten, also auch die da wieder. Ja. Also wir brauchen das für so, so vieles, wir brauchen es für alles. Kultur ist das Wichtigste. Wunderschön, vielen Dank. Und bleiben wir noch konkret, vielleicht du aus deiner Erfahrung und du aus deiner Sichtweise auch sehr interessant, wie kann Politik jetzt junge unternehmerische Künstlerinnen und Künstler besser unterstützen? Was sind da die Ziele, die Pläne vielleicht, was sagst du, was braucht es noch? Und sollte man da noch mehr machen in Richtung der Vernetzung von Unternehmerinnen und Unternehmern und Künstlerinnen und Künstlern oder ist man da eh schon auf einem guten Weg? Entschuldigung, nicht jetzt die Politik, ja. Wie geht's euch? Also wir waren jetzt einmal, jetzt war die Politik mal Feuerwehr, yeah, das letzte Jahr, und das war extrem wichtig. Und ich glaube, Österreich braucht sich auch da gar nicht zu verstecken und kann auch sehr selbstbewusst sein, was hier auch für Unterstützungswerkzeuge geschaffen wurden für den ganzen Kunst- und Kulturbereich. Es waren 13 Unterstützungswerkzeuge an der Zahl, von der Kurzarbeit, die zum Beispiel laut für Bundeseinrichtungen, für Museen, Mitarbeiter in großen Einrichtungen ja auch genutzt werden konnte, bis hin zur Unterstützung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler, die das von der SVS, mhm, abgewickelt worden ist. Also wenn man dann in andere Länder schaut, Nachbarländer, Schweiz, Italien, auch Deutschland, die haben bei weitem nicht so eine richtige, wichtige, umfangreiche Unterstützung gehabt für diesen Bereich. Denn erstens mal so wichtig für die Gesellschaft, zweitens für unsere Wirtschaft. Und wir wollen ja rasch wieder anschließen an das, was vorher war. Aber wenn man sich dann im Detail anschaut, das Unternehmerische, vielleicht muss man sich auch anschauen, eben
wie ist das zum Beispiel in Musikstudien ganz konkret gesagt? Ich tausche mich da oft, ganz oft auch aus mit der Rektorin der Musikuniversität, mit der Ulrike Süch. Wir haben wahnsinnig viele Musikstudentinnen und Studenten, Gott sei Dank. Aber die sollen sich natürlich hauptsächlich mit der Kunst beschäftigen. Ja. Trotzdem brauchen sie irgendwann entweder den Supermanager, die Superbooking-Agentur, und das gibt es ja auch Gott sei Dank alles, ist ganz wichtig im Gesamtkreislauf. Aber die sollten ja auch wenigstens wissen, wie sie verhandeln und was sie für einen Wert haben und auch einen gewissen unternehmerischen wenigstens Einblick haben, sage ich mal. Und dann muss eh jeder selber entscheiden, in welche Richtung er oder sie noch mehr gehen möchte. Das heißt, ihr sagt, möglichst früh ansetzen und da quasi zusätzlich ausbilden noch. Ja, also fördern. Absolut. Also generell, also mein Kunst und Kultur mit Berührung kommt mit Kunst und Kultur, das muss ganz, ganz früh passieren. Im Kindergarten ist das recht gut. In der Schule gibt es Nachholbedarf. Aber der Bildungsminister Heinz Fassmann hat letzte Woche oder vorletzte Woche bekannt gegeben und neu gegründet eine Plattform, das nennt sich Plattform Musikforum, wo eben genau Bildung im Bildungsministerium zum Thema speziell Musik eben auch diskutiert werden soll. Da werden ja auch die Lehrpläne gerade überarbeitet und ich denke mir, da muss man ansetzen. Spannend. Was sagst du jetzt aus deiner Erfahrung? Wie ist die Situation? Ist die Vernetzung schon genügend da? Gibt es da noch Nachholbedarf? Vielleicht auch ein Vergleich zwischen Österreich und jetzt San Francisco? Das ist ein taffer Vergleich. also, much to unfold in this question. Also, zunächst einmal die Frage der Digitalisierung. Ich glaube, als Österreich müssen wir aufhören, überhaupt über Digitalisierung zu reden. Die Digitalisierung ist schon da und wird nicht passieren. Also je intensiver wir das einfach verinnerlichen, desto eher, glaube ich, wird es auch Realität. Da muss noch etliches passieren, leider. Aber jetzt geht es um die nächste industrielle Revolution, die ansteht. Und da hat die Frau Kollegin schon erwähnt, dass es hier tatsächlich um Future-Proof-Skills geht. Also was sind die Skills, die wir uns aneignen müssen? Und das ist kein triviales Thema. Also es wird nicht reichen, in Weiterbildung von Unternehmen zu investieren und oder schauen, dass man die gesamte Workforce zu Software-Engineers verwandelt. Das sind die falschen Ansätze. In 30 Jahren werden sich natürlich Algorithmen auch selber programmieren. Also das so können wir nicht denken und es ist immer problematisch, aus der Gegenwart zu extrapolieren in die Zukunft und daraus Prognosen zu stellen für Bildungsreformen, aber es bleibt uns leider nichts anderes über, das ist inhärent das Problem der Politik. Ich glaube, der politische Wille zu investieren in eine Generation, die sich vielleicht jetzt in der Amtsperiode nicht mehr manifestieren wird, ja, also eben in sehr, sehr früher Entwicklung, bereits im Kindesalter die richtigen Impulse zu setzen. Wir haben jetzt schon ganz klar sehen können, was sich abzeichnet, ist, dass die Zukunft interdisziplinär ist. Also das 20. Jahrhundert hat sich mehr oder weniger entfaltet in Richtung Expertenwissen und jetzt müssen wir Impulse setzen, die ein holistisches Verständnis des Menschenbilds als Teil unseres Bildungssystems mitgeben. Das ist auch keine einfache Herausforderung. Wie schafft man das? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich mit Experten an UC Berkeley oder Stanford zu tun habe, das sind Menschen, die haben eine Spezialisierung, wo vielleicht fünf Leute auf der Welt ihre Spezialisierung teilen. Also, und die bewegen sich dann auch sehr selten raus aus dieser Nische. Was wir immer wieder versuchen, sind genau hier Ansätze zu liefern und genau diese Experten in die Verantwortung zu ziehen, dass sie das Menschenbild mitgestalten müssen im 21. Jahrhundert in dieser AI-Revolution, der wir uns alle aussetzen, nicht aussetzen werden, sondern bereits ausgesetzt haben. Ich glaube, das wichtigste Thema ist, wiederhole es immer gerne, ist Agency. Also, dass wir uns langsam vom Konsumenten wieder hinarbeiten zum Shaper, zum Mitgestalter, dass wir kapieren, dass jeder Einzelne von uns mit dem Aufmachen des Internetbrowsers aktiv Entscheidungen trifft und dass mit jeder Google Search und mit jeder App, die ihr verwendet, also Digital Literacy, beginnt genau in diesen Aktionen und das muss man erst einmal wirklich der Bevölkerung einimpfen und dann kann man produktiv Ansätze setzen. Was das jetzt konkret bedeutet für Unternehmen, bin ich sicherlich jetzt nicht die Spezialistin, aber das, was ich mitnehmen kann aus dem Silicon Valley, bedeutet, dass die großen Tech-Konzerne natürlich verstanden haben, dass eines der bedeutendsten Assets sind Künstler. Und deshalb werden in Konzernen wie Google tausende Kunstschaffende engagiert, die letztlich auch Motoren der Innovation sind. Wenn das Unternehmen kapieren, haben sie einen Startvorteil für was auch immer, für Herausforderungen auf uns, auf nationaler Ebene, aber insbesondere natürlich auf globaler Ebene auf uns zukommen.
Ja, vielen Dank an euch beide. Ich glaube, wir haben gesehen, du sagst, wir sind schon ein Culture Tech Hub. Du hast erzählt, was in Österreich eigentlich wirklich getan wurde für Kulturschaffende. Wir sind da wirklich Vorreiter gewesen. Gibt es jetzt noch aus dem Publikum Fragen an die beiden Damen? Dann sage ich herzlichen Dank. Letzte Chance nochmal, jemand? Okay. Wir sind heute alle Abend noch länger da und Sie können die Damen auch persönlich ansprechen. Und jetzt kommen wir zum Impulstalk Nummer 3. Last but not least darf ich Christoph Wiedauer und Nina Wöss zu mir auf die Bühne bitten. Auch beide frisch desinfizierte Mikrofone. Christoph, du warst Head of Digital Development an der Wiener Staatsoper und begleitest seit April diesen Jahres die Digitalisierung des New Cairo Opera House. Und Nina, du bist CEO bei den Female Founders und Geschäftsführerin von AFCO, der Austrian Private Equity and Venture Capital Organization. Christoph, du hast jetzt ein bisschen schräg geschaut. Vielleicht erklärst du mir noch einmal deine Jobbeschreibungen. Es klingt sehr spannend. Warum glaubst du, hat die Digitalisierung Einzug in die Opernwelt gehalten? Warum ist das so wichtig? Und was baust du auf oder strebst du an? Ja, es gibt ein paar wichtige Gründe, die auch dazu geführt haben, dass ich in der Staatsoper jetzt dort fast 8 Jahre arbeiten durfte. Mir geht es weniger darum, oder mir jetzt auch in diesem Zusammenhang Kultur und Technologie, weniger darum, dass man mit Technologie Kunst macht, sondern dass man Technologie einsetzt und vor allem digitale Technologie und Innovation einsetzt, um die Kunst mehr an die Menschen zu bringen und die Menschen stärker einzubinden und ihnen mehr Chancen zu geben, auch zu interagieren und sich zu engagieren. Das haben wir in der Staatsoper vorangetrieben mit einigen Projekten, eine Live- und On-Demand-Streaming-Plattform. Vor allem haben wir die Staatsoper verwandelt in Wirklichkeit in einen unabhängigen Produzenten und Distributor von Premium Digital Content. Das heißt, die Staatsoper war, jetzt ist es nicht mehr, weil man sich entschieden hat, das nicht mehr so fortzuführen, in der Lage, mehr oder weniger auf Knopfdruck 300, 350, 400 der Produktionen zu produzieren und dann auch global zur Verfügung zu stellen, was im Lockdown dann täglich passiert ist, sogar fast 4 Millionen Leute erreicht hat auf der ganzen Welt. Ein zweiter wichtiger Punkt für uns war, die Untertitelanlage in der Staatsoper ganz neu zu denken, zu einem digitalen Kontaktpunkt zum Publikum zu machen, den Leuten auch die Chance zu geben, da zu interagieren, Meinungen abzugeben, Newsletter zu abonnieren, einen Drink für die Pause zu bestellen, solche Dinge zu machen. Und vor allem diese Technologien zu nutzen, um rauszugehen und neu und andere Bevölkerungsschichten anzusprechen. Es geht da gar nicht nur um irgendwelche jungen Leute oder andere Leute. Es geht sehr oft allein schon darum, dass die Kulturinstitutionen hohe Schwellen haben. Es ist für viele Menschen nicht einfach, in den ersten Bezirk zu fahren, dort diese riesigen Treppen raufzugehen, in die Staatsoper oder ins Kunsthistorische Museum oder sonst wohin. Ein durchschnittliches Ticket, wenn man dort sitzen will in der Staatsoper, kostet 100 Euro. Wenn du da zu zweit hingehst und zweimal im Jahr machst, dann ist das halbe Gehalt von einem Medianverdiener in Österreich. Also das sind alles Dinge, die muss man so ein bisschen mitdenken, wenn man so über Digitalisierung spricht. Jetzt ist es zufällig Kairo, aber es ist auch die Scala in Mailand, es ist auch das Liceo in Barcelona. Häuser, die oder Kulturinstitutionen, die da in diese Richtung agieren wollen. Culttech ist für mich ein Thema, das ich seit 5 oder 6 Jahren massiv versuche zu verankern. Wir haben uns auch schon mal in dem Zusammenhang getroffen. Ich war von Thomas Trotzter bis Gernot Blümel sowieso bei der Andrea Mayer, bei allen Politikerinnen und Politikern in den letzten Jahren, die irgendwie was zu sagen haben, und habe immer gesagt, Achtung, Österreich hat ein wesentliches Asset, das ist die Kultur. Und wenn wir Innovation vorantreiben wollen hier und weltweit Innovation anziehen wollen und Startups herholen wollen und wirklich einen Innovationshub gründen wollen, dann kann das nur über die Kultur gehen. Ich habe sehr viele freundliche Worte dazu geerntet, passiert ist gar nichts. Und zwar wirklich zero, null, nix. Das ist schon ein bisschen frustrierend, jetzt sowohl was die Innovation betrifft, als auch was die Kultur betrifft. Und man hat auch in dem Lockdown jetzt gesehen, dass nichts passiert war.
Ja? Ich meine, wenn ich von Museumsdirektorinnen und Direktoren höre, sie sperren gar nicht auf, weil die Touristen nicht da sind, dann denke ich mir, wenn ich Ministerin oder Minister bin, rufe ich dort an und sage, danke für die letzten Jahre, wir haben ab morgen einen neuen Direktor. Weil das ist ja vollkommen irre, dass solche Häuser sich so verlassen haben auf den Tourismus, dass sie gar nichts mehr getan haben, auch auf vielen digitalen Ebenen. Man muss sich vorstellen, dass das Kunsthistorische Museum verkauft Jahreskarten ohne Daten, ohne eine E-Mail-Adresse oder nicht einmal eine Postleitzahl aufzuschreiben. Das ist ja, also das denke ich mir, ich lebe nicht im 21., auch nicht im 20., sondern im 19. Jahrhundert. Und die allermeisten Kulturinstitutionen sind dort. Und wir haben auch hier im Land, nach meiner Erfahrung, wirklich gar niemand, der irgendwie ansprechbar wäre für Digitalisierungsinitiativen. Wir haben angeblich ein Ministerium für Digitalisierung, habe ich mal in der Zeitung gelesen, aber gehört davon habe ich nie was und es ist auch nie irgendwas passiert. Also da bin ich, sehe das ein bisschen anders als die Vorrednerinnen, die da sehr begeistert waren, aus der eigenen Erfahrung von vielen, vielen Jahren in Österreich mit großen Kulturinstitutionen, mit dem Versuch, Kaltech, Kultur und Technologie stärker voranzutreiben, zu verankern. Auf vielen Ebenen kann ich da leider nicht so positiv berichten erstmal. Das heißt aber nicht, dass ich nicht diese Gelegenheit jetzt wieder toll finde, wieder neu darüber zu sprechen, wieder anzuregen, wieder zu sagen, gut, auf geht's, dann machen wir es jetzt. Also wenn wir es bisher nicht gemacht haben, machen wir es jetzt. Also da stimme ich gerne den Vorrednerinnen auch zu. Schauen wir nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft und versuchen wir zum Beispiel mit dem Alex, den hier sitzen Sie, die Technologie und die Kultur besser zu verbinden und voranzubringen. Ja, es braucht auch strenge Stimmen und deswegen hat die Politische Akademie und die Julius-Raab-Stiftung, haben die auch dich eingelassen? Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Think Tank, also ja, darf man auch denken und darf man auch, einen Impuls geben, der vielleicht nicht nur auf jeden Fall. Bravo schreit. Genau, und du siehst jetzt sehr viel Potenzial, sagst, es gibt aber noch Aufholbedarf. Nina, was sagst du, wie geht es jetzt konkret den österreichischen Culture Tech Startups? Was tut sich da? Welche Rolle spielen da explizit Frauen? Weil die Tech-Szene ist ja jetzt schon eher eine sehr männlich dominierte Szene. Ja, also ich bin froh, dass du gleich so klare Worte gefunden hast. Da bin ich immer sehr, sehr großer Fan davon, muss ich sagen. Also ich sehe es auch gemischt. Also es ist im Werden und wenn wir uns wirklich Cult-Tech-Startups anschauen, also nicht die Künstlerinnen und Künstler, die schon sehr etabliert sind oder eben auch Ars Electronica, wie es genannt worden ist, also das möchte ich jetzt wirklich nicht runterziehen, weil das wäre wirklich eine Schande. Aber wenn man sich die jungen Tech-Startups ansieht, die dann genau mit Institutionen wie den Bundesmuseen, aber eben auch, ja, sei es in der Musik, sei es in der Literatur, mit den verschiedenen Playern arbeiten wollen, dann sind wir noch sehr am Anfang. Wir sehen ja heute 5 Startups, die da gute Vertreter und Vertreterinnen sind. Das heißt, da bin ich auch froh, einige bekannte Gesichter wieder zu sehen und auch, dass diese Startups eine Bühne bekommen. Aber man muss schon auch ganz ehrlich sein, wo stehen diese Unternehmen? Viele von denen sind sehr stark am Anfang. Das heißt, die finanzieren sich selbst über eigenes Geld, das sie einlegen, über Förderungen. Die Förderlandschaft funktioniert super, auch da großes Plus. Aber wenn wir dann wirklich darauf schauen, wenn wir, und das ist der Blickwinkel, den ich mitbringe, uns Investoren und Investorinnen ansehen, die in Businessmodelle investieren, die skalierbar sind, die vielleicht sogar die Möglichkeit haben, das global auszurollen, dann haben wir in Österreich meines Wissens nach noch kein Cult-Tech-Unternehmen, das sich jetzt wirklich europaweit positioniert hat, bin aber auch offen für Feedback aus dem Publikum, falls ich da was übersehen habe, also das meine ich wirklich vollkommen ernst. Das heißt, ich sehe eine Opportunity, ich sehe schon auch in der Verbindung sozusagen mit der Hochkultur, die wir ja sehr hochhalten, im wahrsten Sinne des Wortes und die wir ja auch wirklich medial nutzen, marketingmäßig nutzen, aber es wäre halt dann Zeit, auch wirklich mal was zu tun. Und ja, da sind noch viele Opportunities offen. Ich finde aber schon, dass die Ideen da sind und dass auch die Menschen da sind, die das umsetzen. Also das ist eigentlich ein sehr guter Ausgangspunkt. Die Frage ist, wird das erkannt von potenziellen auch eben den Kundinnen, den Kulturinstitutionen, die das nutzen können und eben den potenziellen Geldgebern. Das heißt, viele Möglichkeiten sind da. Wir müssen nur schauen, dass wir es auch wirklich zeitnah in die Umsetzung kriegen. Eine zweite sehr starke Stimme, starke Meinung, sehr spannend. Wenn ihr euch jetzt was wünschen dürftet, was braucht es konkret? Ganz konkrete Maßnahme, die ihr fordert? Ne, ich hätte eine konkrete Maßnahme. Es braucht tatsächlich die Offenheit bei den potenziellen Kunden und das sind die großen Kulturinstitutionen. Ich
denke oder habe den Eindruck, ich sitze ja nicht in diesen Organisationen, dass die viel zu schüchtern sind, was sie ihrem Publikum zumuten können. Also, dass sie das Publikum für konservativer halten, als es eigentlich ist. Da sind viele schon froh, dass sie eine Online-Ticketing-Lösung haben und das ist schon das Größte der Gefühle. Und ich glaube, da geht aber wirklich viel mehr. Zum einen, weil wir sehen, das Publikum verändert sich ja auch. Es muss auch inklusiver werden, wie du auch angesprochen hast. Das ist ja wirklich schade, dass viele ganz tolle Dinge am Großteil der Menschen nicht zugänglich sind, aus den verschiedensten Gründen, von finanziellen Gründen bis hin zu, wie beweglich sind Personen und wollen Personen auch sein. Das heißt, die Institutionen, die es gibt, und das sind viele, sollten mit den Companies, die wir in Österreich haben, aber die auch anderswo in Europa oder auf der Welt sitzen, arbeiten und tatsächlich Innovation in ihre Häuser bringen. Und das geht los von digitalisieren wir das Backend bis hin zu, haben wir eine AI-Lösung für unsere besonders interessanten Zielgruppen oder vielleicht auch neuen Zielgruppen, die wir erschließen. Das heißt, ihr seid euch einig, ihr sagt, man muss konkret die Leute, du hast sogar gesagt, auswechseln, also wirklich alle an einen Tisch holen und sagen, es muss sich jetzt was verändern. Leute auswechseln ist immer eine gute Sache, weil wenn Leute zu lange an Stellen sitzen, dann ist es besser, wenn man wieder frische Energie da reinbringt. Nein, das ist schon auch ein Punkt, aber der viel wichtigere ist, dass hier die ganze Landschaft viel zu komfortabel ist. Das ist in einer Weise, versulzt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist gar keinen Druck der öffentlichen Hand gibt zum Beispiel, das ist schon eine politische Aufgabe, an diese großen Institutionen irgendetwas zu tun in Richtung auf Digitalisierung, Dinge zur Verfügung stellen, sich zu öffnen. Das ist in anderen Ländern komplett anders. Also wenn du in der Oper in Paris oder ich kann die vielen Links teilen, die es dazu gibt, das können wir gerne auch über die Akademie machen. Mhm. Wenn du dir da anschaust, was an politischer Entscheidung und an politischem Druck auf die Institutionen ist, da was zu tun, schaut ganz anders aus. Dass man sich das hier leisten kann, Museen, Opernhäuser, Theater so gemütlich dahin zu führen mit ein paar tausend Abonnenten, das ist woanders völlig unvorstellbar. Und das ist etwas, was natürlich auch dann, nämlich nicht, dass die Leute selber vielleicht draufkommen, da könnten wir ja Innovation, wäre doch ganz interessant, sondern dass der Druck da ist, dass auch verknüpft ist mit den Subventionen, dass es verknüpft ist mit der Unterstützung. Wenn da nicht diese Dinge passieren, dann ist es einfach vorbei. Dann sperren wir dich zu und zwar ernsthaft. Ja, dann ist einfach Schluss mit lustig. Und dass das gar nicht vorangeht, ist schon ein bisschen unangenehm. Und das Zweite ist schon, das verstehe ich auch, die Förderlandschaft ist gar nicht schlecht. Das kenne ich auch von Freunden und Freundinnen, die in den Startups auch arbeiten oder sie hochziehen. Aber auch da sind die Instrumente auch da wieder sehr österreichisch. Du stellst dann Antrag und dann kriegst du Geld und dann ist halt vorbei. Ja? Aber es müssten schon andere Instrumente auch gefunden werden. Ja? Zum Beispiel, was das Arbeitsrecht betrifft und was die Lohnnebenkosten betrifft. Das würde Startups viel mehr helfen, zu sagen, ich kriege ein Jahr, kann ich die Leute bezahlen, ohne dass sie mich 70% mehr kosten, als was sie dann am Konto haben. Ja? Das sind viele solche Instrumente, die eigentlich viel wichtiger wären. Aber das kannst du in Österreich vergessen, vor allem solange die Bünde und die Kammern hier die Politik machen. Ja? Weil da kann ein Kanzler oder ein Minister oder wer auch immer sich hinstellen und sagen, das sollten wir jetzt tun. Dann sagen die, ja, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode oder vielleicht noch ein bisschen später, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, das müssen wir uns ein bisschen überlegen. Also das sind die Dinge, was wünschen wir uns? Ja, das sind die zwei Dinge, die ich mir vor allem wünsche. Also den entschiedenen politischen Druck auf die Institutionen hier viel, viel mehr zu tun. Und das Zweite, die Rahmenbedingungen, die Politik spricht ja oft so von Rahmen. Wir sind die Rahmenbedingungen schaffen, sie wirklich zu schaffen, aber vielleicht vorher mit ein paar Leuten aus der Szene zu reden und aus dem Feld zu reden, mit dir und anderen und sich ein bisschen zu informieren, was wirklich gebraucht wird und nicht dort 50.000, da 60.000, sondern eine andere Energie da reinzukriegen. Wir haben jetzt ein Amen aus dem Publikum gehört. Es gibt Zustimmung, es gibt sicher auch Ablehnung, aber sehr kritische Stimmen heute. Ihr bringt die Dinge auf den Punkt, sehr schön, deshalb seid ihr da. Gibt es jetzt noch konkret Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Warten Sie ganz kurz auf Ihr Mikrofon, bitte. Die Maske dürfen Sie auch kurz runternehmen, dass wir Sie verstehen. Danke. Peter Hossig, ich mache die...
Experte gleich da in der Orangerie und wir haben auch eine Streaming-Plattform wie eine Art Network, aber das ist jetzt nur nebenbei. Vielen Dank für diesen Input, den ich fast zur Gänze unterstütze. Ich glaube, dass wir in Österreich nicht nur das Problem haben, dass die Politik hier gefordert ist, sondern auch der Künstler. Weil im Lockdown haben wir ja alle gemerkt, dass wahnsinnig viel an Content produziert wird, der dann ins Internet gestellt wird, auf YouTube und an andere Plattformen, gratis. Das heißt, es kam hier überhaupt kein Bewusstsein auf, dass die Kunst, die wir eigentlich schaffen, Geld wert sein muss. Und ich habe mit dem Alexei auch lang darüber diskutiert. Und das ist ein Bewusstsein, das es in Österreich nicht gibt. Und ich bin zwar sehr nahe an der jetzigen Politik, aber das muss man ihnen wirklich zum Vorwurf machen, dass hier viel zu spät über dieses Thema diskutiert wurde. Nämlich jetzt in den Medien und auch. Das heißt auch eine Bringschuld auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler ein bisschen? Ja, natürlich. Ich meine, auch sich hinzustellen und zu sagen, ich muss etwas dafür bekommen. Das Problem ist allerdings, und da sind wir beim nächsten, dass die Monetarisierung im Internet natürlich auch ein... gesprochen. Ja. Also, ja. Also, wenn das Ministerium, das Kulturministerium eine Förderung rausgibt, Vorstellungen, die aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden konnten, mit 2 Millionen Euro dotieren und das wird dann auf Video gebannt und dann wird es aber ins Internet gestellt gratis. Und da muss man sich auch die Frage stellen, wo ist die Nachhaltigkeit, wo ist der Sinn? Und da gebe ich dem Christoph natürlich recht, das ist absolut wichtig, dass man sich darüber den Kopf zerbricht, dass man dort ansetzt. Wir müssen monetarisieren. Ja? Also wir müssen ja auch Geld verdienen damit. Wir wollen ja davon leben. Wir wollen ja nicht nur immer vom Fördertopf abhängig sein. Das heißt, bei den Künstlerinnen und Künstlern den unternehmerischen Geist stärken. Ja, ja, haben wir vorhin auch schon gehabt. Danke. Genau. Sonst noch jemand? Bitte 2 Wortmeldungen noch. Die Mikrofone bitte darüber. Hallo, Victoria Deaco, Simplify Art. Sie haben angesprochen, dass man den Druck von der Politik auf die Unternehmen erhöhen müsste. Diesen Druck, glaube ich, müsste man auch in der im Bildungssystem erhöhen. Unser System, nachdem man einfach ganz leicht ein Archiv von der Kunst, die man besitzt oder selber macht, anlegen kann und die dann immer am Handy dabei hat, war natürlich auch sehr interessant an den Kunstunis einzuführen, weil wenn Künstler ihre Arbeiten tatsächlich bei jeder Gelegenheit am Handy herzeigen können, in einer professionellen Art und Weise, ist das tatsächlich karrierefördernd und irgendwie lebenswichtig. Und dann gab es tatsächlich einen persönlichen Brief an mich vom Herrn Fassmann, dass er das sehr unterstützen würde, dass die Kunstunis in Österreich das flächendeckend einführen. Da gab es vom Zuständigen für die Hochschulen im Ministerium auch einen Termin mit den Kunstschulen gemeinsam und dann ist es abgesoffen und es war niemand mehr erreichbar nach diesem Termin, weil die Kunstunis auch tatsächlich, also zumindest die in Linz, gesagt haben, wir sind gerade so digital überfordert, völlig unwichtig, also völlig uninteressant für uns. Mhm. Also diesen Druck, dass Digitalisierung nicht überfordernd ist, sondern uns weiterhilft, ist vielleicht etwas, das auch noch nicht so richtig angekommen ist. Mhm. Ja, spannend. Ich sage vielen herzlichen Dank an die kritischen Stimmen auch. Vielen Dank an Ihnen. Auch euch beide kann man später noch sprechen dann am Ende des Abends. Danke. Auch beschimpfen. Ja, und wir haben jetzt eine Stimme schon gehört. Wir kommen jetzt zu den Menschen, die verantwortlich sind für die Culture-Tech-Szene in Österreich. Hinter mir wird jetzt kurz umgebaut. Wir werden jetzt 5 Startups kennenlernen und alle von ihnen werden vor einer Jury pitchen und können dann etwas gewinnen, nämlich entweder eine Digital Native Ad inklusive Social Media und Newsletter Ausspielung vom Brutkasten oder ein Video-Interview moderiert vom Brutkasten und aufgezeichnet im Brutkasten-Studio. Dann gibt es noch einen Seminarraum, den die Politische Akademie sponsert und einen 10-stündigen Beratungsgutschein von Michael Raab zum Thema Finanzierung. Und die 5 Startups, die wir heute kennenlernen dürfen, heißen VRSIS, Simplify Art, Music Traveler, Wunderkind und RTQ. Und ich darf Ihnen jetzt die Jury vorstellen, die sich diese Pitches ganz gespannt anhören wird und im Anschluss dann jeweils Tipps und Feedback geben wird.
und die sich dann entscheiden muss, welches Startup heute als Gewinner nach Hause geht. Und ich bitte jetzt die Personen dann immer ganz kurz aufzustehen und sich umzudrehen, damit die Leute, die von zu Hause zugeschaltet sind und auch das restliche Publikum sie kurz sieht. Maria Großbauer, du hast den Vorsitz heute. Bernhard Rinner ist uns digital zugeschaltet. Er war Abgeordneter im Steirischen Landtag und ist seit 2014 Geschäftsführer der Bühnen Graz und hat einzigartige Festivals wie das Klanglicht, Österreichs größtes Festival für Lichtkunst, ins Leben gerufen. Und er setzt sich auch persönlich für Digitalisierungsmaßnahmen im Theater-, Kunst- und Kulturbereich ein. Dann Martha Schulz. Wir haben dich auch schon kennenlernen dürfen. Sehr toll, dass du auch Teil bist der Jury. Elisabeth Meierhofer war auch schon auf der Bühne. Sie ist, wie gesagt, Direktorin der Politischen Akademie und auch gleichzeitig Expertin für Fragen der Digitalisierung und setzt sich dafür ein, dass das große Netzwerk der Politischen Akademie in den Bereichen Innovation, Digitalisierung und Organisationsentwicklung noch erweitert wird. Und Peter Hossack ist Produzent und Konzertveranstalter und Geschäftsführer des Schloss Schönbrunn Orchestra. Und sie haben im In- und Ausland schon Konzerte für mittlerweile über 2,5 Millionen Besucherinnen veranstaltet. Und unter deinen Gästen waren unter anderem Bill Clinton, Barack Obama oder Niki Lauda. Ja, und jetzt geht's los. Ich darf das erste Startup auf die Bühne bitten. VRSYS. Konrad Gill, ihr setzt Virtual Reality Projekte für Kunden um, beispielsweise interaktive Produktpräsentationen oder Spiele, und ihr bietet eine komplette Konzeption oder eine individuelle Projektbegleitung für VR-Kampagnen an. Das war vor Covid. Das war vor, bitte, dann sind wir gespannt. Deine 3 Minuten starten jetzt. Der Timer läuft. Bitte deine Präsentation. Mein Name ist Konrad Gill von VRSYS. Ich bin aber heute stellvertretend da für die Head von diesem Projekt, und zwar Nevi Martinez, die Opernsängerin und Eigentümerin der Agentur Amadeus Artist. Sie ist aber Gott sei Dank, oder für uns jetzt leider, auf einem realen Konzert heute, weil es wieder losgeht. Die ist in Mexiko, also schöne Grüße von dort. Ja, wir sind Anfang der Covid-Krise vor einer Situation gestanden. Kann ich das da umschalten? Nein, mache ich das ohne. Ja. Gut, ohne Folien. So. Der Klicker sollte funktionieren. Bitte versuch einmal. Na. Du hast dann noch länger Zeit. Nein, kein Stress. Bitte einmal dort drüber. Nein. Klicken. In so, die Richtung klicken. Okay. Versuchen wir das einmal. Na. Gut. Dann reden wir virtuell über Virtual Reality. Und zwar angefangen hat das Ganze so, unser Geschäft von VRSYS war, obwohl wir Virtual Reality gemacht haben, sehr eventabhängig. Dann, genau. Unser Sollen wir es nochmal versuchen? Ja. Ja. Okay. Oder Sie sagen weiter, genau, du sagst weiter. Ja. Und zwar das Problem war folgendes, es haben sich zwar zwei Probleme zusammengetan. Unser Geschäft war eventabhängig, obwohl wir eigentlich ein äußerst digitalisiertes Unternehmen sind, weil wir, wir treffen uns in VR, wir bauen Virtual Reality Applikationen von innerhalb von VR mit Leuten aus der ganzen Welt, auch schon vor Covid. Dann kam allerdings Covid und 80% von unserem Umsatz war weg. Weil was haben wir gemacht? Wir haben Virtual Reality zu den Leuten gebracht, das ging nur über Events. Das heißt, unsere Mission war Technologie zu Menschen zu bringen. Die Mission von Kunst und vor allem von Sängern ist es, die Kunst zu den Menschen zu bringen, über Veranstaltungen. Beides nicht mehr notwendig. Somit haben wir uns dann beide, die Nevi und ich, gesagt, okay, wir haben die Technologie, wir haben das Problem, was machen wir? Und dann haben wir, weiter bitte, wir haben ja vorher schon virtuelle Veranstaltungen in Virtual Reality abgehalten. Das war aber allerdings eine relativ kleine Nerd-Bubble, die zwar auf der Welt ganz groß ist, aber in Österreich sehr klein. Und das Problem war dann aber auch, wie bringen wir das dann zu Menschen, die jetzt kein VR-Headset haben, weil es gab ja keine, die konntest du auch keine verkaufen während dem Lockdown. Und dann haben wir ein Verfahren entwickelt. Weiter bitte.
Also im Sommer haben wir dann erste Tests gemacht, da haben wir dann mit der TU in Prag experimentiert, mit Face-Tracking auf virtuellen Avataren und so, sind dann aber relativ schnell rausgekommen, dass Menschliche fehlt und sind dann umgestiegen, dass wir echte Künstler in Virtual Reality streamen. Das heißt, wir haben ganz einfach, wenn wir weitermachen, also den Prozess, wie man das, geht's weiter, zack, ja, eins zurück noch, Entschuldigung, das, ja, ja. Okay, wir haben dann eine virtuelle Reality-Stadt gebaut mit ein paar Bühnen in der VR-Community und haben dann erste Konzerttests gemacht, zuerst mit Avataren, dann mit nach VR reingestreamt und haben dann auch während dem Lockdown entwickelt, zusammen mit ein paar Universitäten, die das gleiche Problem gehabt haben, nämlich, ja, sie hatten schon virtuelle Classrooms, ja, aber die Studenten daheim hatten die VR-Brillen nicht. Dann haben wir dann ein Verfahren entwickelt, wie wir aus VR wieder raus streamen in die normale Welt und weiter. Und haben dann am 12.12.2020 unser erstes Virtual Reality Konzert gemacht, das auch unseres Wissens nach zumindest im Open-Bereich das erste Live-Konzert war. Völlig Corona-konform, die Künstler sind einzeln hinter bei einem Greenscreen, das dann reingestreamt und es waren aber Menschen aus der ganzen Welt dabei. Das Ganze war dann so erfolgreich, dass in der Virtual Reality Community die Nachfrage einfach gekommen ist und dann die japanische Community gesagt hat, hey, wir hätten bitte gerne ein Konzert für die Japaner und dann haben wir zwei Konzerte für Japaner gemacht und dann sind wir drauf gekommen, okay, auch wenn das jetzt irgendwie so ein Künstlerprojekt No Budget war, mit dem kann man eventuell auch Geld verdienen. Und zwar über mehrere verschiedene Arten. Das eine ist einmal Ticket Sales für das virtuelle Konzert. Auch das haben wir schon im sehr kleinen Rahmen gemacht. Und dann auch Ticket Sales über Streaming. Das Problem ist vorher eh schon angeschnitten worden. Das ist jetzt nicht so wirklich einfach verkäuflich, weil sie alle anderen gratis machen. Mhm. Allerdings diese Präsenz in Virtual Reality bringt dann da schon was. Mhm. Deine drei Minuten sind gleich vorbei. Okay. Wie machen wir da weiter? Ja, also Future Roadmap, Amadeus ist aufgebaut und wir suchen jetzt gerade nach Partnerhäusern und Konzertveranstaltern, die das gemeinsam mit uns machen wollen und einen Schritt weiterbringen, raus aus diesem technischen Experiment, das funktioniert, das wir gemacht haben und ein volles Metaverse-Konzert machen und Kunst und Kultur auch ins Metaverse bringen. Super spannend, ich glaube, er hat sich einen Applaus verdient. Ich habe dann nur, kurz, das ist unser Team noch. Ja. Ja. Und am Schluss sind dann noch da ein paar QR-Codes, weil wir wollten eigentlich ein Video herzeigen, das geht aber dann da nicht. Und da kann man dann die verschiedenen Videos sehen. Da, vielleicht lassen wir das dann nachher noch einblenden oder ich kann dann auch die Links weiter hergeben. Super. Fast. Toll gemacht. Eine Entschuldigung von unserer Seite für die technischen Troubles. Bitte ganz kurz noch stehen bleiben, du kriegst noch dein Feedback von der Jury. Ihr Mikrofon, aber wir, ja. So. Ja, vielen Dank. Trotz technischer Schwierigkeiten, Kompliment für die Präsentation. Ja, ich glaube genau, das haben wir schon gehört heute, das Thema, was ist Kunst wert und dass man es dann schwer verkaufen kann, wenn es alle anderen gratis machen. Ich glaube, das ist ein großes Thema, das an dem generell gearbeitet werden muss. Aber wow, also in kurzer Zeit was gemacht. Danke. Mhm. Noch jemand? Eine zweite Stimme bitte aus der Jury. Ja, gratuliere. Ich würde mir das gerne noch näher anschauen. Das interessiert mich persönlich jetzt. Ich fand es gut. Ich finde die Idee gut. Ich glaube, dass man das jetzt schäppen muss. Und ich weiß nicht, ob ihr Investoren sucht oder nur Häuser und Konzerthallen, muss man reden. Ja, seid offen, das ist gut. ich fand's wirklich, wirklich gut. Vielleicht ein bisschen zu wenig noch auf den Punkt gebracht, was das wirklich kann, nämlich der technische Aspekt, aber vom kulturellen Aspekt super. Vielen Dank. Also ich möchte mich gern dann noch mit dir unterhalten, später. Super. Magdalena, ich hätte noch eine kurze Frage. Ja. Und zwar, wie stellt ihr denn sicher, dass euch das niemand nachmacht? Nicht Blockchain, sondern also wir arbeiten mit innerhalb von VR und bauen das in unsere quasi in der Engine unserer Partnerfirma. Wir haben da einen Exklusivvertrag für Österreich und Deutschland.
dass wir das halt, alles was damit baut und professionell verwendet wird, muss man sowieso von uns Lizenzen kaufen. Das ist einerseits. Und zweitens, das ist, wir wollen eigentlich, dass uns die Leute nachmachen. Weil wir bieten die Plattform, dass einfach Künstler dann ein Video schicken können und dann auch quasi eine eigene Präsentation in VR haben können. Weil, und das war das, was ich vorher gesagt habe, was Corona geändert hat. Unsere Firma, wir waren vorher ja einer der ersten, die VR gemacht haben, und wir waren quasi davon abhängig, dass wir ein Projekt irgendwo nach dem anderen mit einem größeren Unternehmen oder einer größeren Organisation in Österreich machen, weil es ja dann doch nicht so die ganz einfachen Dinge waren. Aber wir haben jetzt umgestellt, dass wir einfach anderen lernen, wie es geht. Wir machen Kurse für Unternehmen, für Einzelpersonen, für Künstler, um dann selber zu lernen, wie sie etwas in dem Metaverse bauen und diese Technologie für sich nützen, weil, ganz ehrlich, in dem Bereich Konkurrenz, da gibt es so viel, dass man digitalisieren und in VR bringen kann. Dadurch, dass wir die Plattform-Services bieten, ist es uns eigentlich ganz recht, wenn andere kommen und sagen, hey, ich will sowas auch. Sehr gut. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Konrad. Was ich noch dazu sagen möchte, wer Interesse hat, ab August, wenn das Covid dann zulässt, haben wir dann eine virtuelle Oper in unserem VR-Lab, wo wir aufsperren und dann können Leute kommen und sich die VR-Oper in Kaisermühlen anschauen. Sehr gut, super. Das Mikrofon bitte. Und ich darf jetzt das zweite Startup des heutigen Abends auf die Bühne bitten. Victoria Diaco, wir haben dich schon kurz mit einer Stimme vorher gehört, mit einer Wortmeldung. Du willst mit deinem Team ein Management-Tool für Kunstsammler schaffen. Und ihr bietet eine kostenlose mobile App an und einen sicheren, hochmodernen, cloud-basierten Abo-Service. Bitte, ich hoffe, dass der Schalter jetzt funktioniert. Ja, wir haben es kurz versucht. Die 3 Minuten starten jetzt. Danke. Deine Zeit. Also ich bin Victoria Diaco, Gründerin von Simplify Art, dem smarten Begleiter für KunstsammlerInnen. Das hier ist Michael Sufu Huang. Er ist weltbekannt für seine Kunstkäufe, hat auch sein eigenes Museum und dokumentiert seine Käufe mit Google Spreadsheets. Der Art Basel 2020 Art Report hat es bestätigt. High Net Worth Millennials sind definitiv die am stärksten wachsende Kundengruppe der Galerien. Und wir zielen genau auf sie ab. Es ist keine Go-To-Lösung für Kunstsammlerinnen bisher am Markt. Und wir schließen diese Lücke. Wir möchten wirklich einfach, jeder, der irgendwas mit Kunst zu tun hat, hat Simplify Art am Handy. Mit einer abonnementbasierten Web-App und einer gratis mobilen App zum Einsteigen. Unsere Datenbank vereinfacht das Einspeichern von Kunstwerken mit Texterkennung. Es ermöglicht automatisierte Datenexporte und es erlaubt das Teilen von Datensätzen zur besseren Kollaboration mit anderen Simplify Art-Nutzern. Geplant ist auch die Integration von anderen nützlichen Services, wie zum Beispiel Kunstversicherungen. Sie sehen hier Segurio. Sammlerinnen sollten wirklich überall, egal ob online oder vor Ort auf einer Kunstmesse, die Möglichkeit haben, Kunstwerke einzuspeichern und in Zukunft auch gleich mit den Verkäuferinnen in Kontakt zu treten und auch den Verkauf direkt über die App abzuwickeln. Sammlerinnen vertrauen meist nur bekannten Kanälen, also Anbietern und Kanälen, die sie bereits kennen, aber die Abwicklung online macht überhaupt keine Angst mehr. Wie man sieht, im 2020 ist der Online-Markt um 195% gestiegen. Es ist definitiv einer der schnellst wachsenden Märkte und die brauchen eine maßgeschneiderte Lösung, die wir bieten. Die Sammlung, die ich selbst betreut habe, 4 Jahre lang, hat über 100.000 Euro dafür ausgegeben, nach 20 Jahren Ankäufen Ordnung reinzubringen. Das löst Simplify Art ein für alle Mal für alle. Ab dem ersten Kunstkauf kann man einfach sofort anfangen mit der Gratis-App und upgraden, wenn die Sammlung wächst. Nicht ohne Stolz sage ich, dass wir in den letzten 14 Monaten 350.000 Euro aufstellen konnten, um unsere Vision zu den ersten Kunden zu bringen. Speziell auch dank den Förderungen von AWS konnten wir unser Team beträchtlich erweitern und
dazu gehören auch inzwischen zahlreiche Mentoren, unter anderem allen voran Nina Wörst, die heute auch hier ist, aber auch Thomas Rosenmeier, Tobias Kahns und viele weitere mit unseren Business Angels Investoren, Daniela Mark. Auch Sie könnten zu unserem erweiterten Team gehören, denn wir suchen gerade einen Lead Client, eine Sammler oder eine Sammlerin, mit der gemeinsam wir unseren Prototypen nach konkreten Bedürfnissen weiterentwickeln. Also freue ich mich, mit Ihnen im Anschluss ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte bleib noch da, bitte bleib noch da. Vielen Dank, sehr, sehr spannend. Auch du hörst jetzt dein Feedback von unserer Jury. Wer möchte anfangen? Das Mikrofon wird zu euch gebracht. Ja, wow, danke. Großartige Präsentation. Macht sofort Lust, noch mehr zu erfahren. Vielleicht können wir uns nachher noch näher unterhalten. Und ja, vielleicht kann ich helfen, auch, dass Sie einen Lead-Client finden. Reden wir nachher, ja? Das klingt doch sehr gut. Wenn ich darf, würde ich gleich gerne mit einer Frage anschließen. Kannst du mir nochmal euren USP rausarbeiten aus eurem Angebot? Was unterscheidet euch da von anderen Services oder seid ihr wirklich ganz allein am Markt? Nein, es gibt ganz viele Archivservices, vor allem für Galerien, weil die einfach auf den B2B-Markt abzielen. Es gibt tatsächlich keine, die gratis am Handy zum Start benutzt werden kann. Es gibt davon eine, seit Corona recht präsent, Marcel heißen die, für Künstler innen und sonst ist unser USP vor allem, abgesehen von dem gratis einfachen Einstieg, dass wir Daten austauschen können. Alle Systeme sind völlig in sich geschlossen und man muss immer was exportieren oder copy-pasten und kriegt Fehler in die Daten rein. Das heißt aber auch, dass extrem schlimme Fehler teilweise passieren, weil wenn eine Transportkiste um 4 mm zu klein oder zu groß ist, dann sind das gleich 500 Euro, die man nochmal. Also das hat einfach große Konsequenzen. Das heißt, Daten auszutauschen innerhalb von einem System birgt einen unglaublich riesigen Vorteil bei allen Kollaborationen, nämlich zwischen allen. Also die Sammler, die an die Museen verleihen, die Museen, die mit Künstlern arbeiten, die Sammler, die direkt von Künstlern kaufen, die Galerien, die von Sammlern kaufen. Mhm. Danke sehr. Da war noch eine Stimme, bitte. Also Sie verstehen sich als internationale Plattform. Wo sehen Sie Ihre Hauptmärkte? Also wo sehen Sie, weil diese Kollaborationen, die Sie genannt haben, also mit Galerien und Käufern und Sammlern und ja, wo sehen Sie da Ihren Hauptmarkt? Also für mich ist das noch ein bisschen zu wenig zugänglich. Ich bin keine Sammlerin, aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben. Weil Sie sagen, mit Transportkisten, also mit Daten, also ich hätte jetzt vorher als verstanden, es sind Daten der Bilder oder Informationen, aber mit den Transportkisten, also organisieren Sie dann auch den Transport, wenn ich jetzt ein Bild kaufe oder ich würde, noch ein bisschen, für mich wäre wichtig, noch ein bisschen ins Detail noch. Das ist tatsächlich auf lange Sicht der megalomanische Plan, dass man SaaS wird in ganz vielen anderen Industrien bereits tatsächlich als SaaS gelebt. Das heißt, ClickUp und HubSpot haben tausende von Integrationen, aus denen man eine sehr individuelle Lösung für sich erstellen kann. In der Kunst- und Kulturszene gibt es so etwas noch überhaupt nicht. Also Art Butler, Art Logic, wie sie alle heißen, die rennen einem Feature nach dem anderen hinterher und unser System ist anders. Wir planen, alles zu integrieren, was irgendwie schon vorhanden ist, ob es jetzt Mailchimp ist oder Kunsttransporte. Und bei Kunsttransporten rennen wir da in eine besondere Digitalisierungsherausforderung, weil zumindest in Österreich Kunsttransporte wie Kunsttrans und HS Art Service auf ihrer Seite noch gar nicht digitalisiert sind. Das heißt, unsere größeren Märkte, die wir anstreben, und jetzt, wenn ich auf die erste Zielgruppe, die wir haben, die Sammlerinnen ansprechen, dann sind das nach einem Start in Österreich eigentlich sofort die Arabischen Emirate, China und Korea, beziehungsweise auch immer mehr Afrika. Wir müssen zum nächsten Startup gehen. Gratulation, vielen Dank. Nummer 3 ist Music Traveler. Als Vertreter darf ich Alexei Gudesman auf die Bühne bitten.
Music Traveler ist ein digitaler Marktplatz, der Räume mit Musikinstrumenten, Ausrüstung und Dienstleistungen zentralisiert. Und ich habe gesehen, ihr habt Größen wie John Malkovich als eure Ambassadors. Ich habe da ein sehr witziges, spannendes Video auf eurer Homepage gefunden. Ich freue mich, dass du da bist. Deine 3 Minuten starten jetzt. Wunderbar, danke sehr. Ich bin Alexei Godesmann. Ich bin Musiker und Komponist und ich habe auch in Wien studiert und ich weiß noch genau, wie ich am Konservatorium war und in der Toilette üben musste, weil es keine Übungsräume gab. Und seitdem sind wir nicht viel weitergekommen. Also das Schwierige ist natürlich immer für einen Musiker oder Musikliebhaber, wo kann ich Musik machen, wo kann ich musizieren, wo kann ich üben, wo kann ich auftreten, wo kann ich Fotos machen? Und es gibt diese Räume, diese Räume gibt es privat, aber auch öffentlich. Und seit kurzer Zeit gibt es die bei Music Traveler auch ganz einfach digitalisiert buchbar. Und wenn man selber einen Raum hat, kann man den natürlich auch selber vermieten. Und ja, schauen wir mal, ob das jetzt bei mir funktioniert. Ich glaube, in die Richtung rüber zappen. Da. Yay! Super. Wir haben seit 2017 gibt es uns, wir haben jetzt über 500 Räume in Österreich, in ganz Europa, sogar jetzt in den USA, wo man diese Räume ganz, ganz leicht buchen kann oder selber auch vermieten kann. Und das Schöne ist zum Beispiel, ich als Co-Founder möchte natürlich auch dabei sein. Ich vermiete meinen Raum zu Hause mit einem schönen Steinway. Peter kennt den Raum. Und allein in diesem Juni habe ich 1.000 Euro eingenommen, nur dadurch, dass einige Musiker zu mir kommen und etwas üben dürfen. Ich finde das ganz spannend. Die Leute, die das nützen können, das sind Leute, die üben, aber auch Leute, die Fotosessions haben oder Aufnahmen haben. Wir haben Studios, wir haben Konzertsäle auf unserer Plattform. Aber natürlich, dann kam Covid-19 und wir alle hatten ein Problem und besonders die Musiker. Deshalb haben wir uns gedacht, wir sind digital, aber wir müssen noch mehr digitalisieren. Und zwar, wir müssen unseren Kunden die Plattform geben, auch ihre Konzerte zu streamen. Und das haben wir gemacht mit Music Traveler TV. Music Traveler TV ist jetzt eine neue Feature, wo jeder Musiker selber die Streams hochladen kann, sehr, sehr einfach, und diese auch mit Tickets verkaufen kann. Das heißt, jeder Musiker kann aber entscheiden, wie viel, wann es gestreamt ist, wie lange es gestreamt wird und behält sich alle Rechte bei uns vor. Und wir haben natürlich auch Größen wie John Malkovich, der dabei ist, genauso wie du gesagt hast. Aber wir haben auch viele aufstrebende Künstler, die schon bei uns streamen und dadurch Geld verdienen. Und wie es funktioniert, ist es sehr einfach. Man kann das auch viel, viel länger noch drauf lassen. Man kann auch selber ein ganzes Portfolio von seinen Performances haben auf der Plattform. Wir haben viel Media schon gehabt darüber und wir haben eine Facebook-Page mit über 600.000 Personen, Followers bei uns, aber wir brauchen natürlich trotzdem Hilfe, um das Ganze noch nach vorne zu treiben. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team, tolle Ambassadors, aber wir hoffen natürlich auch, euch auf unsere Seite zu gewinnen und diese Digitalisierung weiterzumachen, so dass wir Musikern helfen können, dass sie auch weiterhin Geld verdienen können. Danke sehr. Auch jetzt darf ich wieder die Jury bitten. Ja, wow, Alexei, wenn du sagst, so bescheiden, du bist Musiker, du bist ein großartiger Künstler und man kennt dich und finde es fantastisch, dass du auch so groß denkst und weiter denkst, auch an andere denkst, weil zum Beispiel ich persönlich bekomme jetzt, also in der Politik, ja, ganz klar gesagt, öfters schon den Vorwurf gehört, ja, es gibt ja keine Probenräume oder die sind schlecht oder das will niemand und dann ist es laut und bla bla. Es gibt natürlich welche, aber das Runde muss in das Eckige, man muss sich also finden. Deswegen, ich glaube, dass die Leute die Tür, also die virtuelle Tür einrennen werden. Wow, hat wahrscheinlich totales Potenzial, auch international abzugehen. Also du hast, genau, weil du das wahrscheinlich ja selber weißt, wie du gesagt hast, ja, aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, einen Proberaum zu finden. Du hast genau das Kernproblem erkannt. Gratuliere. Danke sehr. Vielen Dank. Ein sehr schönes Feedback. Haben wir noch eine zweite Stimme? Das Mikrofon können wir...
Eine ganz konkrete Frage, die vielleicht auch alle Anwesenden interessiert. Das Modell mit den Räumen kenne ich ja sehr gut, haben wir uns ja schon unterhalten, aber das TV-Programm, da wollte ich fragen, wie viel bleibt denn beim Künstler, wenn er dann seinen Stream verkauft? Bei uns momentan bleibt alles. Alles. Absolut, okay. Außer der Transaction bei Stripe. Wir haben Wir werden nach und nach jetzt schauen, dass wir vielleicht einen kleinen Prozentsatz uns nehmen, 10% nur. Aber wir sind momentan, ich meine, es ist trotzdem ein Businessmodell. Danach werden wir uns 10% nehmen, aber wir wollen natürlich, dass der Künstler bevorteiligt ist. Und für uns ist es wichtig, dass durch uns sie die Möglichkeit eben haben, das zu tun, weil unser Businessmodell ist immer noch das, Künstlern zu helfen, egal ob das so ist oder auch mit den Übungsräumen. Also wir haben noch viele, viele Sachen, die wir integrieren möchten. Mhm. Wir sind eine Plattform für Musiker. Großartig. Danke. Eine Anmerkung haben wir noch. Eine Frage. Was suchen Sie? Investoren? Oder weil Sie haben ja schon ein sehr, sehr... ja, absolut. Also als Startup, Sie sind ja schon sehr perfekt am Markt mit 600.000 Followern. Ja, das ist... suchen Sie? Wir suchen auf jeden Fall Investoren in diesem Punkt, weil wir sind in einem kritischen Punkt, wo wir sehen, es funktioniert. Okay, Covid war ein kleiner Stopp. Nicht nur ein kleiner, aber wie für uns alle. Aber es funktioniert. Wir müssen expandieren. Dafür müssen wir natürlich auch Business Development Teams. Jedes Land funktioniert etwas anders. Wir haben jetzt die Erfahrung aus Österreich, wie man Partner sucht, wo man mehr Räume sucht. Wir haben auch mit zum Beispiel mit Wien Tourismus zusammengearbeitet. Für die haben wir auch Räume gesucht. Es gibt so viele Möglichkeiten international, aber dafür brauchen wir auch ein internationales Team, das noch mehr, wir brauchen auf jeden Fall Geld, ohne Frage. Und alle Hilfe, die wir kriegen können. Danke. Und jetzt bitte noch deinen Blick auf den Bildschirm. Wir haben auch einen Teilnehmer digital zugeschaltet. Ich wollte eine Frage stellen. Interessante Plattform. Wie viele Buchungen hat es gegeben? Also quasi ein paar Zahlen zu dieser Plattform. Und wie viele Räume werden überhaupt angeboten? Seit wann seid ihr am Markt? Und da hätte mich auch interessiert, wie viele Buchungen stattgefunden haben. Du hast so ein paar kleine Ausschnitte gebracht, aber um das ein bisschen gerade... Und das jetzt bitte kurz zusammenfassen, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, also ein paar Fakten runterrattern. Wir haben inzwischen an die 500 Räume international und es werden immer mehr. Wir wollen natürlich immer mehr haben. Für Buchungen, Dominik, ist bei mir was können wir da für eine Zahl geben? Im letzten Jahr war es schwierig. Wir haben 10 Buchungen pro Tag, die reinkommen jetzt momentan. Im letzten Jahr durften wir auch nicht. Deshalb haben wir auch teilweise geschlossen gehabt. Und wir haben in dieser Zeit eben die digitale Plattform weiterentwickelt für unsere Kunden und auch die Möglichkeit, eben das zu streamen. Dort verkaufen wir aber auch Karten, zum Beispiel bei manchen Konzerten hunderte Karten, bei anderen natürlich weniger. Also es funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke, dass du dich vorgestellt hast. Und ich darf jetzt Startup Nummer 4 zu mir auf die Bühne bitten. Wunderkind mit Mario Alvasian. Du hast eine App entwickelt, durch die man nach dem gleichen Prinzip des Erlernens der Muttersprache Klavier spielen lernen kann. Und du sagst, du glaubst, das ist ganz einfach möglich. Es geht um Klavierspielen ohne Noten, dafür spielerisch in einer App. Als Testimonial hast du lang an Bord geholt, also Hut ab. Deine 3 Minuten starten jetzt. Dankeschön. Als Kind wollte ich selber immer Klavier spielen und meine Mutter hat gesagt, ich muss Noten lesen lernen und das wollte ich aber nicht. So ist der Welt vielleicht ein genialer Pianist verloren gegangen. Darum habe ich mir erlaubt, im Musikgeschäft ein bisschen aufzumischen, war bei Bösendorfer viele Jahre, habe dann E-Pianos entwickelt, was ja auch Caltech in einer Form ist. Hier sieht man auch Rammstein tourt aktuell mit 2 meiner Instrumente und für Prince haben wir auch eins gebaut. Worum geht es heute? Ich habe eine App im Sinn gehabt, schon seit längerem, seit 2013. Und die Covid-Krise hat mich natürlich dazu bewogen, einen Businessplan zu schreiben und die Idee dieser App
zu Papier zu bringen und auszuarbeiten. Ich nenne das Ganze Wunderkind. Das Team ist sehr interessant, also neben Entwicklern, wie schon angesprochen, habe ich Lang Lang und die Lang Lang Foundation an Bord, Professorinnen und Professoren des Mozarteum Salzburg, dann gibt es auch Pianistinnen und Pianisten und insbesondere aus der Hirnforschung Uni Heidelberg haben wir eine Spezialistin, die selber mal Pianistin war sogar und einen Musikpsychologen aus London. Die Ausgangslage ist, wollen an die 130 Millionen pro Jahr wollen Klavier lernen, sind überfordert mit Notenlesen. 80% scheitern dann wieder. Frust und Unlust ist dann die Folge. Die Lösung. Kinder können mit 3 und vielleicht jünger und älter fließend sprechen, die Muttersprache und auch verstehen. Sie können noch nicht schreiben und noch nicht lesen. Jetzt dachte ich, muss das doch auch möglich sein mit Musik. Musik als Muttersprache. Meine Experten und Expertinnen bestätigen das und wir haben ein Konzept entwickelt, mit Farben, mit Formen und mit Tönen das Gehirn zu vermitteln, das aus Noten lesen, Noten hören werden kann. Wir haben 2 Ausbaustufen. Wunderkind 1.0 benötigt derzeit noch E-Pianos und die MIDI-Schnittstelle. In unserer App geht es darum, Ballons zum Beispiel, die, wenn sie erscheinen, auch erklingen, mit der richtigen Taste in der richtigen Anschlagstärke und zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. Dann gibt es die Version 2.0. Das geht auch mit jedem akustischen Instrument. Und da hatte ich die Idee mit Augmented Reality. Das heißt, man hat eine Brille auf, sieht seine Klaviatur und über die Klaviatur legen sich Formen, Farben oder Sonstiges. Also ich brauche nicht einmal eine App und kann direkt auf meine Tasten blicken. Mitbewerb gibt es natürlich, allerdings kümmern die sich hauptsächlich um Erwachsene und beschäftigen sich ausschließlich mit dem Notenlesen. Das heißt, früher oder später komme ich da nicht vorbei an dem Thema. Und wir haben keine Gamification dort. Unsere USBs, kurz zusammengefasst, wir starten schon sehr früh, also mit einer Zielgruppe von 3+. Wir erkennen die Anschlagstärke, wir haben den Gamification, wir haben ein Expertenteam, wir haben Lang Lang und Augmented Reality auch für akustische Instrumente. Sowas gibt es bis dato noch gar nicht. Ende. Du musst dich jetzt beeilen. Ja, dann machen wir hier einfach Schluss. Machen wir hier Schluss. Super, vielen herzlichen Dank. Und auch jetzt wieder bitte die Jury mit Feedback oder Fragen. Danke vielmals für die tolle Präsentation. Ich durfte auch als Kind Klavier lernen und bin nach wie vor eine Notenanalphabetin. Ich habe mir das beigebracht mit Hören und Schauen und meine Schwester, die komplett unmusikalisch ist, ich hoffe, sie nimmt mir das jetzt nicht übel, gezwungen, dass sie mir vorspielt, damit ich es sehe. Weil mit Noten war da leider nichts zu machen, was dazu geführt hat, dass ich nach der Schule aufgehört habe, weil die Art zu spielen ist sehr zeitaufwendig. Und insofern finde ich das ganz, ganz großartig und bin mir ganz sicher, dass damit ganz viele junge Leute, kleine Kinder auch wieder an eine wunderbare Resilienzquelle herangeführt werden. Gratuliere. Dankeschön. Sehr schönes Feedback. Ja, großartig. Ich bin in diesem Thema auch schon ziemlich drin, habe auch mal selbst Klavier gelernt, 10 Jahre, kann die Noten, aber... Naja, sonst so, naja. Mein Sohn ist 7 Jahre alt, lernt jetzt seit 1,5 Jahren Klavier, Noten, er schaut sich auf YouTube unzählige von diesen Videos an, wo die Farben auf die Tasten kommen und so, ich erkenne das schon. Aber großartiger Ansatz, nämlich auch mit Hirnforschung, mit Musikpsychologie, Lang Lang, gratuliere, not bad. Ja, was brauchen Sie jetzt? Wie geht's weiter? Was ist der Plan? Ja, einen Prototyp haben wir. Um das Ganze fertig zu entwickeln, braucht es Geld natürlich. Also neben Förderungen, derzeit noch Akzent Niederösterreich, sind wir auch auf der Suche nach Investoren, die jetzt oder auch gerne später einsteigen können. Ich habe gleich noch eine Frage. Was würdet ihr denn dafür verlangen im Monat? Ist das auf Abo-Basis? Oder ja, Abo-Basis, 5 Euro bis 9 Euro. Das ist leistbar. Das ist leistbar und ja. Also ich finde das wirklich grandios, weil wenn man im ländlichen Raum lebt und da Klavier spielen lernen möchte, ist das immer mit Problemen verbunden, ob das mit der Mobilität zusammenhängt oder den Räumlichkeiten und den Instrumenten.
Und für fünf bis, also das ist ja wirklich so sehr niederschwellig dann zugänglich für viele. Also war die Idee auch, dieser Social Business Gedanke steckt da auch tief drin. Also wir wollen da auch niemand ausklammern. Mhm. Und eine letzte Anmerkung haben wir noch. Ich finde es großartig, dass ihr euch da um die Kinder kümmert, aber trotzdem, ich komme aus der Musik, ich musste Klavier lernen als Pflichtfach, aber ich glaube, dass das Notenlesen, ja, das ist so wie ein Buchlesen, einfach eine Notwendigkeit darstellt, die man einfach, auch wenn man es nicht professionell ausübt, trotzdem meiner Meinung nach integrieren sollte. Irgendwann einmal, vielleicht in einer dritten, vierten Version. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man braucht, damit man die Musik, die bis jetzt geschrieben wurde, und die wurde normal in Noten geschrieben, also der Großteil davon, versteht. Weil wir haben von der Frühklassik oder vom Barock bis jetzt alles in Noten. Und ich glaube, dass man das auch verstehen muss, ja, das Notenbild. Das ist meine persönliche Meinung. Bin ich auch ganz bei Ihnen, aber ich kann es nicht mehr fertig ausführen. Ah, okay. Vielleicht kommt die Luftballons werden im Laufe des Spiels super. Zu Noten. Ja, danke. Danke. Okay, ich hätte es angesprochen. Das wenn ich noch ganz kurz sagen kann, weil ich das natürlich verstehen kann. Aber ich finde das so toll, dass einfach, mein Sohn ist auch ein Digital Native, ja. Es ist einfach wieder eine Möglichkeit, dem nahe zu kommen, ja. Jeder Weg soll zur Kunst und Kultur führen können. Und wenn er so wie lang werden will, dann muss er die Noten lernen, ja. Also, aber ein guter Einstieg. Super. Wunderschönes Feedback für dich, oder? Ja, absolut. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir kommen jetzt zum fünften und letzten Pitch des heutigen Abends, RTQ. Als Vertreter darf ich Michael Kovacev auf die Bühne bitten. Auch du kriegst ein desinfiziertes Mikrofon. Eure Vision ist es, mit RTQ die erste Community-Brand für analoge Kunst im digitalen Raum zu schaffen. Und ihr ebnet anderen traditionellen Kunstakteuren wie Galerien, Museen und Auktionshäuser den Weg, ihre Sammlungen digital über NFT-Tokens zu präsentieren, also über digitale Echtheitszertifikate. Richtig. Du hast 3 Minuten Zeit, uns eure Idee zu präsentieren. Danke. Dieses Kunstwerk wurde vor 3 Monaten um 69 Millionen Dollar verkauft. Und das Spannende ist, man kann es nicht berühren. Das Kunstwerk wurde nämlich rein digital verkauft, als NFT. Ein Non-Fungible Token. Das ist eine neue Technologie, die ermöglicht, Kunstwerke auch im digitalen Raum zu verkaufen. Der Markt ist sehr neu, aber sehr groß. Und er wird auch noch wachsen, weil die Technologie dahinter Sinn macht. Und während der Markt riesig ist und digitalen Künstlerinnen und Künstlern enorm viele Möglichkeiten bietet, ist er für traditionelle Künstlerinnen und Künstler noch schwer zu erreichen. Aber das muss so nicht sein. Und das wird es auch nicht. Denn es lässt sich lösen mit RTQ. RTQ ist das NFT-Auktionshaus, das traditionellen Künstlerinnen und Künstlern den Weg in die NFT-Welt ebnet. Und das machen wir in 4 Schritten. Schritt Nummer 1 ist, wir wählen die richtigen Künstlerinnen und Künstler aus, die sich auch jetzt schon auf rtq.io bewerben dürfen. In einem nächsten Schritt bringen wir sie zusammen mit Digital Artists, die ihre Kunstwerke digitalisieren. Hier kann ich später noch einige Beispiele zeigen. Und danach wandeln wir das Ganze in NFTs um. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, diese Kunstwerke aus dem Traditionellen so in das Digitale zu ziehen. Dadurch haben traditionelle Künstlerinnen und Künstler jetzt auch die Möglichkeit, ihre Kunstwerke traditionell, aber auch digital zu monetarisieren. Und was dann auch entscheidend ist, ist, dass wir diese Kunstwerke 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf der Plattform rtq.io verkaufen, gleichzeitig aber auch in der Galerie in der Johannesgasse im 1. Bezirk, damit man hier auch den Bezug für analoge Künstlerinnen und Künstler einfacher machen kann. Ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, Teil dieses Marktes zu werden und auch zu investieren in die NFTs selbst. Das funktioniert durch den RTQ Coin. Durch den RTQ Coin hat man die Möglichkeit, in die NFTs und in unseren Fonds rein zu investieren. Hierzu werden wir aber erst in 2 Wochen eine weitere Präsentation machen. Unser Team existiert seit 2 Monaten. In den letzten 2 Monaten haben wir die Plattform aufbauen können und beginnen mit Mitte Juli mit dem Verkauf auf der Plattform selbst. Ich will Sie hiermit auch einladen, Teil
werden zu können. Des Investmentfonds, Teil dieser Bewegung zu werden, Teil vom NFT-Markt zu werden, der sich in Österreich entwickeln wird und am 9. Juli in der Wallnerstraße mehr zu hören. Dort haben Sie die Möglichkeit, Teil des Marktes zu werden. Dort haben Sie die Möglichkeit, diesen Markt zu beschleunigen in Österreich und zu unterstützen, dabei die traditionelle Kunst in Österreich auf ein nächstes Level, auf ein digitales Level zu bringen. Super. Gratulation, du hast es ganz genau geschafft, die 3 Minuten einzuhalten. Dankeschön. Super. Auch dein Feedback von der Jury, bitte. Danke, super spannend. Darf ich dich nur was bitten? Ich glaube, dass nicht alle mit dem vertraut sind, was du da jetzt vorgestellt hast, nämlich auch zum Beispiel Leute, die uns von zu Hause zuschauen. Was ist denn mit einem digitalen Kunstwerk gemeint? Ich erkläre mal den Sinn der Technologie. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also bisher war es sehr einfach für mich als traditioneller Künstler, meine Kunstwerke zu verkaufen und an den Mann zu bringen und so auch einen Wert zu schaffen. Der Markt existiert. Als digitaler Künstler ist das schwierig für mich. Ich kann ein genialer Künstler sein, aber ich kann es schwer an Menschen verkaufen. Durch NFTs, Non-Fungible Tokens, ist es jetzt möglich, mein Kunstwerk auch digital bestimmten Personen zuzuordnen. Das heißt, durch diese Technologie ist es möglich zu sagen, dir gehört jetzt mein Kunstwerk und du besitzt dieses Kunstwerk. Und das ist, was NFTs ermöglichen. Und das ist dieser neue Markt, den es seit 2021 in dieser Größe gibt. Und wie groß ist der Markt für digitale Kunstwerke? Das ist tatsächlich noch schwer einzuschätzen, weil es ist ein Markt, also wir haben uns jetzt gerade über eine bestimmte Zeit in einem sehr starken Boom befunden, das heißt, der Markt ist sehr explosionsartig entstanden. Er fällt jetzt gerade noch für eine Weile und wird das wahrscheinlich noch über die nächsten wenigen Monate, da die Technologie dahinter aber Sinn macht, erwarten wir, dass er in den nächsten Jahren langfristig auch steigen wird, weil der Wert jetzt schon gesehen wird und der Wert in nächster Zeit noch mehr erkannt wird. Wo ist jetzt die genaue Innovation? Weil die Technologie der NFTs ist ja bekannt. Wo ist jetzt die Innovation bei eurem Produkt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und wird Kunst als nur mit bildender Kunst definiert oder auch mit Musik oder mit darstellender Kunst? Oder ist das jetzt nur die bildende? Bildende und darstellende. Also durch Bildende und Darstellende, die Innovation ist in Folgen. Wir sind eigentlich ein Marketplace. Das heißt, wir sind ein Marketplace, der auf der einen Seite die traditionellen Künstlerinnen und Künstler nimmt, gleichzeitig aber auch die Digital Artists und diese zusammenbringt. Und das abhängig auch von dem Niveau, auf dem sich die jeweiligen Artists befinden. Das ist die eine Seite, das heißt, wir funktionieren als Marketplace. Auf der anderen Seite ist das, was wir tun, auch eine starke Aufklärung für die traditionellen Künstlerinnen und Künstler, um ihnen diesen Markt nahezubringen. Und hier gibt es einen enormen Bildungsauftrag auch, weil das eine so neue Technologie gibt. Und das heißt, wir ebnen den Weg für die traditionellen Künstlerinnen und Künstler und betreuen sie auch auf dem Weg in das Digitale hinein. Wir suchen Investoren, vor allem auch bei dem Coin-Investoren im gesamten Projekt, weil, wie gesagt, wir erst seit sehr kurzem bestehen, aber schon ein relativ großes Team haben, das wir aus einer vorherigen Agentur mit reinbringen. Sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei dir. Dankeschön. Es ist sehr schwül heute und Sie müssen alle mit Masken da sitzen. Deswegen machen wir jetzt 3 Minuten Pause und Ihnen werden Getränke serviert von Kellnerinnen und Kellnern. Und dann kommen wir zum letzten Teil der Veranstaltung, ein kurzer Abschluss. Thank you.
aufzusuchen. Wir kommen zum letzten Punkt der Veranstaltung. Kann jemand auch draußen sagen, den Leuten, die Frischluft schnappen, dass wir weitermachen, bitte? Ein paar Personen fehlen noch von draußen, bitte reinholen. Wir machen weiter. Ich hoffe, die Erfrischungen und die frische Luft hat ein bisschen geholfen. Ich weiß, es ist anstrengend, so lange mit Maske da zu sitzen. So, die letzten kommen rein. So, unsere Teilnehmer online sind jetzt auch wieder zugeschaltet. Die Gäste vor Ort haben eine kurze Pause gebraucht. Das ist doch ziemlich anstrengend, mit der Maske so lange in einer doch stickigen Luft zu sitzen. Die frische Luft und die Getränke haben geholfen. Ja, unsere Jury begibt sich jetzt in spannende Beratungen. 20 Minuten haben sie Zeit dafür. Ich bin sehr froh, dass ich nicht Teil sein muss dieser Runde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich finde, alle 5 Teams sollten unterstützt werden. Wir widmen die Zeit, diese 20 Minuten, bis wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin herausgefunden haben, einem wirklichen Nachwuchsprojekt, dem Brutkasten Artspace. Und dazu darf ich jetzt Martin Drechsler zu mir auf die Bühne bitten. Der Brutkasten Artspace ist eine Kooperation zwischen dem Brutkasten als Medienhaus des 21. Jahrhunderts und Wirtschafts- und Vernetzungsplattform und der Grafischen, der ältesten Medienhochschule der Welt. Und jetzt ist es so, jeden Tag gehen in der Brutkasten-Redaktion und in den Studios führende Köpfe aus Politik und Wirtschaft ein und aus. Und Ziel des Brutkasten war es schon immer, Startups mit diesen Köpfen zu vernetzen, weil wenn man am Anfang steht, ist immer das Wichtigste, gesehen und gehört zu werden und connected zu werden mit den richtigen Personen. Und da haben wir beim Brutkasten gesehen, dass es viele Parallelen zu jungen Künstlerinnen und Künstlern gibt. Sie stehen vor den gleichen Herausforderungen und alle gehen quasi ohne Fangseil ins Spiel. Also sie müssen aufs Ganze gehen. Und wir haben gesagt, tun wir uns doch zusammen und bieten dieser Nachwuchsgeneration die Chance, gesehen und gehört zu werden. Wir haben deswegen die Räumlichkeiten des Brutkasten gleichzeitig auch zu einer Galerie gemacht. Vierteljährlich bekommen Studenten und Studentinnen von der Medienhochschule der Grafischen die Möglichkeit, bei uns auszustellen. Ende Sommer gibt es die große Eröffnung dieses Projekts. Und Martin Drechsler, ich darf dich jetzt vorstellen, du bist Absolvent der ersten Medienklasse von Peter Weibel an der Angewandten. Du warst Kreativdirektor an vielen internationalen Werbeagenturen und bist Advisor und Professor für digitale Medien, Startup Experience und Mediendesign an der Grafischen. Und jetzt erste Frage an dich. Wie siehst du die Wechselwirkung zwischen Kultur und Technik? Ist es ein Thema, das eine angenehme Herausforderung ist für dich, oder? Ja, guten Abend einmal zuerst, meine Damen und Herren, online und hier im Saal. Magdalena, herzlichen Dank für die Einladung und für dieses wunderbare Thema. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich glaube, wir werden in den 20 Minuten nicht fertig. Aber es ist ein ganz tolles Thema, das meine Berufung und mein Beruf ist. Ich bin sehr glücklich darüber, denn ich habe nur eine Berufung und keinen Beruf. Das Thema ist ja Kultur mit Tech, heißt ja, Kultur ist in seiner ganzen
Gesamtheit hat ja auch Kunst dabei und Kunst besteht ja, wie wir wissen, aus angewandter, bildender und darstellender Kunst. Und die sind wiederum mit Technik verknüpft. Mhm. Wir haben das jetzt bei allen diesen Startups gesehen. Wenn ich an die Höhlenmalerei von Lascaux denke, der erste technische Support dort war ein offensichtlich ausgehöhlter oder auch, wie man in der Steiermark sagt, ausgezuselter Röhrenknochen, mit dem er dann die feinen Nuancen an die Wand geblasen hat. Also Technik begleitet uns in Kunst und Kultur permanent, mhm, und ist mehr oder weniger ein Teil, wo die Technik dezenter ist oder wo sie sich in den Vordergrund drängt. Mhm. Und kannst du jetzt ein konkretes Beispiel nennen, vielleicht außer von der Höhlenmalerei, von der Verbindung zwischen Kunst und Kultur und Technik? Darf ich die Damen und Herren im Saal einmal fragen, ob sie ein Smartphone haben? Bitte greifen Sie alle in Ihre Taschen, zeigen Sie uns, was Sie haben, halten Sie es hoch. Und jetzt die zentrale Frage, und ich bin jetzt nicht von einer Werbeagentur, wer von Ihnen hat ein Apple? Apple, gut. Okay, doch einige also, im Raum hier. Derjenige, der dieses Smartphone quasi erfunden hat, oder die Hülle, war nicht Steve Jobs, sondern Dieter Rams von Braun. Mhm. Steve Jobs war ein unglaublicher Bewunderer von Dieter Rams, der Chefdesigner von Braun war und gesagt hat, ich mache eine selbsterklärende Schlichtheit. 1977 hat der Dieter Rams den SK44, das ein bisschen klingt wie ein Panzer, aber es ist in Wirklichkeit ein Taschenrechner gewesen, mit abgerundeten Kanten und abgerundeten Ecken erfunden und auf den Markt gebracht. Und das hat sich der Steve Jobs zu eigen gemacht, hat das hergenommen und hat dann die abgerundeten Ecken patentieren lassen. Und jetzt haben wir alle Smartphones, abgerundete Ecken und abgerundete Kanten. Also ist das der Druck von toller Technik und tollem Design. Mhm. Und das müssen wir uns permanent vorführen. Das sollen wir uns auch hier zu eigen machen und nicht an irgendwelchen Dingen vorbeikomponieren und sagen, ja, das gefällt mir, es muss dem Markt gefallen. Es muss dem Markt gefallen. Kannst du jetzt vielleicht konkret Learnings nennen, die wir mitnehmen können oder wie wir davon profitieren könnten? Ich möchte zu diesem Thema noch kurz ausholen und sagen, es gibt drei Beispiele dazu, zu diesem Thema von Dieter Rams. Mhm. Punkt 1, das ist ein Europäer. Ein Europäer. Das zweite ist, es hat ein weiterer Europäer für Apple gearbeitet und für Steve Jobs, der hieß Hartmut Esslinger, ja, von Frog Design. Frog hat mit Frosch nichts zu tun, sondern heißt seine Firma Federal Republic of Germany. Mhm. Und der hat zum Beispiel also die ganze Serie in den 80er Jahren, die ganzen Computer entworfen, die wiederum auch auf Basis der alten Dieter Rams Vorschläge waren. Und er hat zum Beispiel dieses elegante California White erfunden, der Hartmut Esslinger. Und was ist jetzt wichtig daran, warum ich den so nenne, nicht nur, dass er für Apple gearbeitet hat als Europäer, sondern er hat auch an der Angewandten, dort wo ich herkomme, also meine Mutterhochschule, die war damals noch Hochschule, jetzt ist sie Uni, eben in die Designklasse geleitet. Also Europäer geben den Ton an. Ich könnte euch noch 100 Beispiele nennen, die auf der ganzen Welt rumgehen, wie zum Beispiel das Design vom Otto Eicher, der für die Olympischen Spiele 82 das Grafikdesign gemacht hat. Ich habe auf der ganzen Welt seine Designs an irgendwelchen Fußballstadien oder sonst wo gesehen. Eine zweite Geschichte ist, dass wir uns überlegen sollten und vor allem unseren Startups erzählen, dass sie sich ihre Artworks und ihre Arbeiten sofort schützen lassen müssen. Mhm. Ja, und das dritte ist, und da komme ich dann auf deine Frage zurück, dass wir uns vermehrt hier in Europa und auch in Österreich um diese Dinge kümmern müssen, dass wir mit dem Druck, ja, vom Ausland, also von großen technisch orientierten Ländern übersee, wo wir mithalten müssen, ein bisschen mehr
die analysieren und das in unsere Lehrpläne einbinden. Mhm. Ja, weil ich habe das Glück, dass ich Gestaltung unterrichten darf. Das ist für mich eine carte blanche, weil ich kann theoretisch alles unterrichten. Mhm. Aber im Grunde genommen müssen wir den Studenten all das, was wir jetzt gesagt haben, mehr lernen, damit die selbstbewusster werden und nicht so blauäugig und blind in die quasi in diese harte Realität gestoßen werden. Da stimmst du damit überein, was wir schon in den Impuls-Talks gehört haben, dass man wirklich sehr früh ansetzen muss. Jetzt nochmal Fokus auf Digitalisierung, Pandemie in den letzten 1,5 Jahren. Wir sind ja mit 7 Meilenstiefel Richtung Digitalisierung gegangen. Also in Österreich hat sich da sehr viel getan. Und der Bildschirm wurde das zentrale Objekt unserer Gesellschaft. Und jetzt, oder es musste Kunst wohl oder übel auch sehr stark über Bildschirme gezeigt werden, oder zum Teil konnte man sie gar nicht sehen. Und wir haben es jetzt vorher schon gehört bei RTQ. Im März ist die digitale Collage des amerikanischen Künstlers Beeple für $69,3 Millionen bei Christie's versteigert worden. Eine Collage, wo also jeden Tag für über 13 Jahre wurde ein Bild aufgenommen und mit AI wurde die dann zusammengefügt. Und das Ganze ist eigentlich nur eine JPEG-Datei im NFT-Format. Wir haben es vorher gehört, Non-Fungible Tokens, also quasi ein Echtheitszertifikat, das ermöglicht, dass virtuelle Güter als Objekte gehandelt werden können. Sie sind dadurch einmalig und nicht replizierbar. Und Martin, warum findet digitale Kunst genau jetzt ihren Weg in die breite Öffentlichkeit? Hat das was mit der Pandemie zu tun oder kommt uns das jetzt nur so vor? Ich glaube nicht, dass das mit der Pandemie was zu tun hat, sondern einfach mit der Technik. Also hier kommen von verschiedenen Richtungen technische Errungenschaften, wo interessierte und schlaue Menschen draufkommen, da gibt es jetzt einmal eine Blockchain, das hat irgendjemand erfunden, da kann man hier etwas hinterlegen und das ist einfach ein System, was Echtheit garantiert. Ja, ich kann theoretisch und sollte auch hier meine Ideen in einer Blockchain abgeben können, dann kann man auch sagen, dass ich der wahre Erfinder bin. Das Pech ist nur, wenn ich dann mein Passwort vergesse, ist es weg. Ja, das muss man, das wäre dann wahrscheinlich mein erstes Tattoo auf meinem Körper, keine Ahnung. Ja, oder irgendwann die Wand kriegst, ja. Keine Ahnung, ist nur ein Schmäh. Das nächste ist eben, dass es Artificial Intelligence gibt. Und das andere ist dann, dass wir eben aufgrund dieser Situation, und das existiert ja schon länger, ich komme aus der Weiberklasse, also dass es digitale Kunst, Computerkunst gibt. Also wir haben auf dem Apple II haben wir gearbeitet, weil wir die erste, ich glaube, wir waren einer der ersten, wenn nicht die erste Hochschule in dem deutschsprachigen Raum, die 4 Apple II gehabt mit der legendären Schlafhaube noch. Mhm. Also das sind eben so diese Dinge, die so sternförmig zusammenkommen, das holen sich die interessierten Menschen. Und dieser Beeple hat ja schon, glaube ich, für 300.000 ein Kunstwerk verkauft vor 2 Jahren. Das Interessante daran, was jetzt an dieser Auktion war, ist, dass das Auktionshaus Christie's diese Auktion auch dazu benutzt hat, um das erste Mal also diese Digitalwährung zu erlauben. Mhm. Und das möchte ich dir jetzt sagen und vielleicht ist das ein möglicher Sponsor oder ein Partner für dich. Also ein Tipp an ein Startup. Denn der Käufer, lieber Michael, der Käufer ist ein gewisser Meta Kovan, ähnlich wie deinem Familiennamen am Anfang, der mit seinem Unternehmen Metaverse in Singapur sitzt und dort einen Fonds für Kryptowährung hat. Deswegen hat er wahrscheinlich sehr leicht die 63 Mille zahlen können. Und dieser Meta Kovan hat für alle anderen, die sich hier im Kreativbereich jetzt bemühen, hat den Beeple zum drittteuersten Künstler der Welt gemacht, neben Jeff Koons und neben David Hockney. Das heißt, die Möglichkeiten bieten sich für jeden, sind für alle offen und das ist jetzt auch das Stichwort. Du hast deinen Studierenden ein kreatives Thema vorgegeben, das sie individuell gestaltet haben. Das Ganze nennt sich Revisited und du hast vorgegeben, alte Kunstwerke im neuen Kontext erscheinen zu lassen und du hast uns da jetzt einiges an Material mitgebracht.
bitte zeig uns. Ja, ich darf vorher noch eines sagen, weil ich glaube, Sie waren das, die gesagt haben, Studenten sollen sich unbedingt ihre Artworks raufladen auf ihre Smartphones. Waren das Sie oder wer hat das gesagt? Ja. Also das ist ein fixer Bestandteil von uns in unserer Abteilung Multimedia. Ich bin da auch federführend. Also bei mir lernen die jungen Menschen, wie man ein anständiges Portfolio macht und dass man nicht Kraut und Rüben zusammen hat und sagt, ich kann eh alles. In Wirklichkeit sollten wir jetzt Generalisten sein. Aber wenn jetzt jemand fotografiert, kann er nicht alles fotografieren. Ich kann nicht sagen, ich mache Autos und ich kann gleichzeitig auch irgendwie Food-Fotografie oder People oder was immer auch machen. Also das lernen Sie und gleichzeitig lehren wir Ihnen eine Business Card, also eine ganz normale Visitenkarte, die auch im digitalen Bereich, die tun sie auch schon wieder rum mit NFC und was weiß ich was alles, unsere Kids, und eine Compliment-Card. Das kommt auch immer gut, weil ich muss ja irgendwann einmal vielleicht ein Buch verschicken und dann schreibe ich einfach drauf. Also diese ganzen Do's, ja, brauchen wahrscheinlich Sie solltet ihr beide euch vernetzen. Genau. Noch. Das so, ist super. Und jetzt bitte kommt das, was, die Werke der das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist eine Arbeit. Revisited ist nicht von mir erfunden worden. Das ist gibt schon längere Zeit ein altes oder ein bekanntes Kunstwerk in einen neuen Kontext zu stellen. Ja, wissen, gibt es die Mona Lisa und was weiß ich, neuen. Wir haben hier gleich einmal eine Studentin. Hallo, die erste Folie bitte. Ja, die Faye hat hier das Mädchen mit dem Bellenohrring vom Vermeer genommen, hat sich quasi ein Art Selfie gemacht, wo sie hier draufsteht mit einem offensichtlich ihrem Büro, das sie sich wünscht, und hat diesen Tisch geschmückt mit handschriftlichen Notizen, wo sie eigentlich geschrieben hat, warum das ist, ein Croissant, Kaffee, ihren Laptop. Also das sind so Dinge, die nicht hundertprozentig das machen, sondern das ist eingebettet worden und das gefällt mir auch sehr gut. Denn Klimt wollen wir uns... Aha, noch das nächste die Bild, andere bitte. Seite bitte. Ja, den so, Klimt ja. Sparen wir uns, weil den kennt eh jeder, aber es ist einfach ein bitte schöner eine Text. Folie weiter. Weiter. Und das ist natürlich ein Thema, das ja sehr sensibel aufgearbeitet worden ist von einer jungen Dame, die hat das den weltberühmten Holzschnitt vom Hokusai genommen. Und wir lesen hier The Great Wave of Inhumanity. Ja, richtig. Das ist halt das Thema, das uns jetzt noch offensichtlich sehr lange begleiten wird, bis wir eine Lösung oder auch keine gefunden haben. Aber das ist ein real existierendes Flüchtlingsboot, das sie aus der Presse rausgenommen hat. Also, nächstes bitte. Ja. Das ist natürlich, wir haben jetzt gesehen, die Dame mit dem Einkaufswagen, eine Persiflage auf eine 50 Jahre Geschichte, wo die Frauen für den Haushalt zuständig waren, mit all dem, was man braucht, Nudeln, WC-Papier und Germ, das war das Einzige, was sieht man in der Tasche jetzt. Sieht man in der Tasche nicht, mit einer Information und hier auf der Postkarte. Die Postkarte mit der Briefmarke, so ein gehäkelter Klopapierrolle, die man im VW immer hinten oder im Mercedes hinten gehabt hat in den 60er Jahren, als die neue Währung in Österreich. Das war sie ja eigentlich. Ja, muss man sagen, Klopapier wurde gehortet. Nächste bitte. Das ist natürlich klar, das ist einer der wichtigsten und meist kopierten Dinge. Aber auch hier unten links in der Ecke hortet der Adam Klopapier und natürlich dieser Stempel, berührt euch ja nicht, wir haben Corona. Next one, please. Das ist, kann ich jetzt sagen, mein Lieblingsmotiv, also von einem französischen Künstler hineinkopiert in die Situation des abgebrannten Regenwaldes in Brasilien. Temptation. Die Farbe ist nicht so, da kommt sie perfekt, da ist sie nicht gut, aber das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Nächste Geschichte. Als letztes die Bild drei dann auch, Grazien. Klar, die drei Grazien mit ihren Granatäpfeln vor der leeren Obstabteilung im Supermarkt.
Haben wir noch was? Oder? Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen. Großartig, was du da machst mit deinen Studenten. Ich freue mich, dass wir die Kooperation zum Altspace eins darf machen. Ich bitte noch ja. Zwei Sätze dazu. Wir haben das gemacht, weil ich nicht gewusst habe, wie wir zu Rande kommen mit dem Fernunterricht. Wir haben das nicht einmal geübt. Das ist so, wir haben nicht einmal Erste-Hilfe-Kurs gehabt, ja, in dieser Situation. Das ist ja von einem Tag auf den anderen passiert. Ich habe das dann ausgewählt und witzigerweise hat es dann das Goethe-Museum drüben an der Westküste auch gemacht. Also wir hatten Gleichzeitigkeit von guten Ideen und es hat uns gefreut, dass wir offensichtlich eine Woche früher oder 48 Stunden früher waren. Vielleicht haben sie es länger geplant gehabt, aber das hat uns auch sehr bewusst gemacht. Eine wunderschöne Bestätigung, super. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke herzlich, danke vielmals. Und jetzt ganz, ganz gespannt. Ich darf die Jury oder die Vorsitzende der Jury wieder zu mir auf die Bühne bitten. Ein Mikrofon bitte. Wie ist es euch gegangen bei den Beratungen? Was waren so die Themen und was waren die Abwägungen? Ja, wir haben diskutiert hier im Zimmer gleich hinter der Wand. Der Bernhard Rinner war online zugeschaltet. Wir haben nochmal alle Präsentationen Revue passieren lassen. Wir haben festgestellt, es sind ein paar noch ganz am Anfang, es sind ein paar schon ziemlich fortgeschritten und schon eigentlich schon fast mehr als Startup vielleicht sogar. Ja. Aber ich möchte persönlich noch sagen, dass ich das ganz großartig finde und mich ganz herzlich bedanken möchte für diesen Abend, für diese Idee, genau jetzt dieses Thema zu setzen und Digitalisierung und Kultur gemeinsam zu diskutieren. Und ich hoffe, das war jetzt der Auftakt für vieles Weiteres, denn damit dann der liebe Christoph nicht sagen kann, dass Zero passiert ist, ja, das höre ich nicht so gern, weil Zero ist es nicht. aber vielleicht, ich mache es kurz und schmerzlos. Du sagst es. Aber ich darf noch zu allen sagen, ganz toll präsentiert. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, dass ihr hergekommen seid. Und vielleicht ergibt sich ja die ein oder andere Gelegenheit, trotzdem in sich noch zu vernetzen. Jetzt nachher, ich würde gerne mit einigen auch noch ein Gespräch führen und die Kontakte austauschen. Aber für uns alle ziemlich eindeutig, wenn ich das großer so sagen darf, Trommelwirbel. Ist ein Projekt, ist eine Idee und die Idee ist auch die Siegeridee des heutigen Abends für uns und das ist Wunderkind. Wunderkind, bitte auf die Bühne. Bitte, gratuliere. Ja, Wunderkind ist für uns das Siegerprojekt, weil es so vieles verbindet, was wir heute gehört haben. Es ist ein Projekt, das stark auf die neue Generation abzielt, das ganz niederschwellig ist, das Musik machen und Digitalisierung super verbindet und noch relativ am Anfang aber steht. Deswegen denken wir uns, dass das auch hoffentlich nützt, der Preis, nämlich der Medienpreis des Brutkasten und auch hier die Räumlichkeiten dieses Ortes hier, um vielleicht Investoren zu treffen und im 10-Minuten-Tag zu empfangen. Das ist unser Ergebnis von unseren Beratungen. Wie geht's dir jetzt? Ja, vielen Dank, ich bin sprachlos und sehr, sehr begeistert und dankbar und erfreut für die Entscheidung. Und gratuliere aber auch den Mitbewerberinnen, Mitbewerbern für die tollen Projekte und danke mich für die Einladung auch hierher. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es dadurch gut weitergeht. Sehr gut. Einen großen Applaus. Vielen Dank an euch beide. Und ich darf jetzt die Veranstaltung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die online dabei waren, schließen. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen restlichen Abend.